وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب. إليك غصونا دانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نضب. سلام وإحسان وصبر وجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, wir haben eine längere Zeitspanne keinen Unterricht gemacht. Wir haben jetzt Anfang September. Den letzten Unterricht haben wir im April gemacht. Ja, und das Hijri-Jahr geht jetzt auch langsam dem Ende zu. Wir haben das Ende des Monats Zilhijja erreicht, der Muharram steht uns bevor. Und werden heute inshallah jetzt wieder mit kürzeren Abständen, natürlich mit viel kürzeren Abständen, mit unserem Kurs, der nur so sehr wichtig ist, mit dem Kalifatkurs inshallah weitermachen. Nicht nur, weil eine längere Zeit vergangen ist, sondern weil das Thema so abstrakt ist und vielschichtig ist, werde ich den heutigen Unterricht ein bisschen detaillierter erzählen und werde von hinten nochmal ausholen. Weil wir werden inshallah heute einen Streitpunkt der Geschichte versuchen zu erklären, was wirklich sehr, sehr heikel ist. Aufgrund dieses Themas, was ich heute anspreche, diskutieren verschiedene islamische Fraktionen seit ungefähr 1400 Jahren darüber. Dieser Punkt, den wir heute ansprechen werden, ist der Sprengpunkt dieser Geschichte. Die Geschichte des Konflikts, sowohl im politischen, diesbezüglich das Thema Kalifat, als auch des theologischen, das heißt religiösen, beziehungsweise auch rechtsschulmäßigen, Thema der Madhab, beziehungsweise der Sunna, der Shia, der Murji'a, der vor allem der Khawarij. Aber weil unser Thema ja das Thema des Kalifats ist, ja, werden wir natürlich zwangsläufig auf das Thema des Politischen diesbezüglich bleiben. Die Überschrift heute ist der Konflikt zwischen Ali ibn Abi Talib und Muawiyah. Der Konflikt zwischen Ali ibn Abi Talib und Muawiyah. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Es gibt ein Vorwort dafür und es gibt ein Nachwort, was heute noch nicht zu Ende geschrieben worden ist. Deswegen kann man sich nur allein schon deswegen erahnen, was für ein schweres Thema dies ist. Aber unser Ziel ist es diesbezüglich in diesem Kurs, ein Bild der Geschichte geben. Wir möchten jetzt nicht irgendeine Seite zu irgendeiner Seite halten, zur Seite A, zur Seite B, wollen Seite A hoch, Seite B runter machen? Nein. Unser Ziel und unser Zweck ist es diesbezüglich, darüber habe ich wirklich sehr lange Gedanken gemacht, was für eine Lehre können wir draus ziehen? Was interessiert mich heute als ein Muslim oder als eine Muslima im 21. Jahrhundert, der Konflikt zwischen Ali und Muawiyah? Das ist 1400 Jahre her. Was ist für mich heute wichtig? Wie kann ich oder wie können wir als Umma von dieser Geschichte profitieren? Ja? Und diesbezüglich müssen wir uns erstmal ein Bild malen. Ein Bild. Denn die Geschichte, egal was für eine Geschichte ihr euch durchliest, besteht heutzutage aus drei verschiedenen Kategorien.
Die Menschen machen aus einer Geschichte drei verschiedene Kategorien. Entweder sie verheimlichen die Geschichte, es ist irgendein Teil der Geschichte passiert und den verheimlichen sie einfach. Oder sie beleidigen die Geschichte. Sie sagen, die Geschichte ist so schlimm und da ist schlimm passiert, dies passiert. Oder das dritte ist, sie verheiligen die Geschichte. Also, die Geschichte kann man erzählen in verheimlichen, verheiligen, heilig sprechen oder in beleidigen. Unsere Aufgabe als Muslims muss sein, objektiv zu bleiben und zu gucken, was ist überhaupt der Kontext dieser Geschichte? Und was kann ich dafür, beziehungsweise wie kann ich davon profitieren? Wie können wir als Umma davon profitieren, ohne in die Verheimlichung reinzugehen, ohne in die Beleidigung reinzugehen oder in die Verheiligung reinzugehen? Zum Beispiel bei uns Türken. Die Geschichte des Osmanischen Reiches ist eine sehr gute Geschichte, aber sie ist keine heilige Geschichte. Ja? Wenn ihr zum Beispiel mit sehr starken osmanischen Sympathisanten redet und sagt zum Beispiel, aber in der Geschichte haben die Osmanen zu Unrecht das gemacht, wie kannst du das sagen? Versteht ihr, was ich meine? Dann zum Beispiel die Schiiten. Wenn die Schiiten anfangen, über die Sahabe oder über irgendwer drüber zu ziehen, das ist eine Beleidigung der Geschichte. Ja? Wenn du dann kommst und erzählst zum Beispiel aus dem schiitischen Spektrum und sagst, nein, es ist nicht, wie die so sagen, dann kann es sein, dass du wie Imam Zayd aus der Schia rausgeworfen wirst. Ja? Vor 1300 Jahren zum Beispiel. Deswegen, wir dürfen gar nicht in eine dieser Kategorien reinkommen. Wir müssen objektiv bleiben. Ich sage jetzt mal, ich will nicht sagen kaltblütig, aber kalt an die Geschichte rangehen und gucken, was ist passiert. Und das muss unsere Aufgabe sein. Und diesbezüglich werden wir auch inshallah an das Thema des heutigen Themas Ali und Muawiyah reingehen. Um erstmal ein bisschen zum Vorwort zu kommen, ein bisschen mal aufzufrischen diesbezüglich, die Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ihr wisst, der Prophet alaihi wasallam hat die Hijra von Mekka nach Medina vollzogen. Mit der Hijra von Mekka nach Medina, was uns jetzt kurz bevorsteht, das Hijra-Jahr, 1440 werden wir jetzt erreichen, inshallah, hat der Prophet Mohammed alaihi wasallam den islamischen Staat gegründet. Mit dem islamischen Staat zusammen hat er auch die islamische Verfassung verfasst. Wasika von Medina, haben wir auch Unterricht darüber gemacht. In diesem islamischen Stadtstaat von Medina, damals noch Yathrib, mit der Errufung des Staates wurde es dann Medina, wie die Israelis heute sagen, Medinat, also Medinat, ein System, was ein Rechtssystem beinhaltet, hat man auch Juden, Andersgläubige und dies noch mit beinherbergt. In dieser Zeit des Propheten, in den 10 Jahren von Medina, war der Prophet Mohammed gleichzeitig religiöser Führer und gleichzeitig auch der Staatsführer dieses Staates gewesen, ja, des islamischen Staates von Medina, den wir auch wirklich das 1440. Jahr jetzt inshallah in den kommenden Wochen begrüßen werden. In dieser Zeit des Propheten gab es diesbezüglich von der Verwaltungssache überhaupt kein einziges Problem. Heuchler gab es immer, aber in der Verwaltungssache gab es kein Problem. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb aber dann mit 61 Jahren. Also nach Hijra ist er 61 Jahre alt geworden und nach dem gregorianischen Kalender ist er 63 Jahre alt geworden. Man kann den Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam als eine Art plötzlichen Tod sehen. Also er wurde circa 2-3 Wochen vorher krank, im Monat Safar, und ist am 8. Juni 632 in Medinatul Munawwara verstorben, mit einer Krankheit von 2-3-4 Wochen. Natürlich, es gab Anzeichen. Die Aussage des Propheten zum Beispiel in Hajj al-Wada wurde später genannt. Oder zum Beispiel Abu Bakr hat das erkannt, radiallahu an, als die Surah al-Nasr herabgesandt worden ist. Iza ja' al-Nasrullahi wal-Fath. Alle haben sich gefreut, dass die Eroberung kurz bevorsteht, Mekka, außer Abu Bakr hat geweint, weil er wusste nämlich, das ist das Anzeichen, dass der Prophet bald von sich gehen wird. Aber eine konkrete Sache gab es nicht. Am 8. Juni, im Endeffekt im Monat Rabiul Awal, ist der Prophet dann nach circa einer Krankheit von 2-3 Wochen, ist er dann in Medina verstorben. Ein Schock ist in Medina ausgelöst worden, so dass Umar ibn al-Khattab das Schwert gezogen hat, ist durch Medina gelaufen, hat gesagt, wer sagt, Mohammed ist gestorben, dem werde ich den Kopf abhacken. Ihr wisst, ihr kennt die Geschichte, Abu Bakr hat die Sache dann beruhigt, als er die Khutbah dann verlesen hat.
Diejenigen, die Mohammed angebetet haben, sollen wissen, dass Mohammed tot ist, aber diejenigen, die Allah angebetet haben, sollen wissen, dass Allah Hayy und Qayyum ist, lebendig ist und nicht stirbt. Und dann hat er noch den Vers verlesen, der Uhud herabgesandt worden ist. Und was haben sie gemacht? Abu Bakr, Umar, Ali, Abbas, Aisha, Sauda, radiyallahu anhum ajma'in, sie waren alle in der Wohnung von wem gewesen? In der Wohnung, wo der Prophet gestorben ist. Welches Wohnung war das gewesen? Das war die Wohnung, beziehungsweise das Zimmer, Urfa, oder beziehungsweise Hujurat, von Aisha radiyallahu anha gewesen. Der Leichnam des Propheten lag dort. Das letzte Wort, was Rasulullah gesagt hat, alayhi salam, war ila rafiq al-a'la. Erste. Das zweite, oder ummati, ummati, mein Volk, meine Umma, oder as-salah, as-salah. Einer von diesen drei Sachen hat er gesagt, höchstwahrscheinlich, Allahu alam, war es ila rafiq al-a'la, zu dem großen Freund. Das war das letzte, was der Prophet gesagt hat. Und wie gesagt, und alle waren in dem Zimmer von Aisha radiallahu anha gewesen. Übrigens, da wo der Prophet heute begraben ist, in Medina, wo das Grab des Propheten ist, das ist das Zimmer von Aisha radiallahu anha gewesen. Wenn ihr dort reinguckt in die Gitter, guckt das mit diesem Auge. Das war das Zimmer von ihr gewesen. Und dann links hat dann später die Originalbau der Masjid an-Nabawi begonnen. Als sie dort gewesen waren, gab es aber eine Aktion, die sich ca. 500 Meter außerhalb der Prophetenmoschee abgespielt hat. Und war was das gewesen? In Beni Sa'ida, in Beni Saqifa, haben sich einige von den Ansar gesammelt, in Beni Saqifa, von dem Stamm von Beni Sa'ida, und haben gesagt, der Prophet ist gestorben. Wir befinden uns gerade am Garten von Beni Saqifa, was ihr gerade hinter uns sieht. Wenn ihr euch fragt, was Beni Saqifa ist, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, gab es eine Wahl des Kalifen. Und der Kalif Abu Bakr radiallahu anhu, das heißt der erste Kalif des islamischen Staates, wurde hier in dem Garten hinter uns gewählt, wie ihr gerade seht. Ich möchte eigentlich gar nicht jetzt auf das weitere Detail der Geschichte eingehen, weil das den Rahmen sprengen würde, was am Todestag des Propheten passiert ist. Aber ihr solltet halt wissen, dass ein Tag später oder am gleichen Tag, kann man sagen, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam begraben worden ist, die Muslime schon einen Kalifen, wie wir natürlich am Anfang unseres Vortrags gesagt haben, einen Nachfolger für die islamische Glaubensgemeinschaft gewählt haben. Die islamischen Gelehrten sind sich uneinig, wie lange eine islamische Gemeinschaft, das heißt die Ummati Mohammed, die islamische Glaubensgemeinschaft, ohne einen Kalifen leben kann, darf, wie lange das halal für sie ist. Aufgrund der Geschichte, also der Tod des Propheten und bis zu seiner Begrabung, das heißt, was ich gesagt habe, dass halt bevor der Prophet begraben worden ist, da schon Abu Bakr zum Kalifen gewählt worden ist, sagen die Gelehrten, es ist nicht mal drei Tage, beziehungsweise es gibt Ikhtilaf, eine Meinungsverschiedenheit, zwischen ein und drei Tage, ob es halal ist, für die Muslime ohne einen Kalifen zu wählen. Und die Jumhur ulama, die meisten Gelehrten sagen, drei Tage darf die Umma, darf die islamische Glaubensgemeinschaft ohne einen Kalifen leben. Ab dem vierten Tag ist das Haram für sie. Und wie gesagt, hinten im Garten hinter uns, das ist der Garten Beni Saqifa, wurde der erste Kalif der islamischen Geschichte, Abu Bakr radiallahu an, gewählt. Brüder und Schwestern, ihr müsst verstehen, das Kalifat, was eine sehr große Wichtigkeit im Islam hat, was wir auch vorhin durch einige Hadithe oder einige Verse des edlen Korans berichtet haben, hat eine sehr wichtige Position in der islamischen Theologie, in der islamischen Religion. Einige Gelehrten sagen sogar, dass das Kalifat, dass der Gipfel der Religion ist. Warum? Warum ist das Kalifat der Gipfel der Religion und eine Voraussetzung im Islam? Weil das Kalifat das Amt ist, erstens das Stellvertreteramt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil der Kalif der Stellvertreter des Propheten ist. Er ist kein Prophet natürlich, aber er ist der Stellvertreter des Propheten. Und der Kalif ist gleichzeitig aber auch in dem Sinne der Stellvertreter der Muslime allsamt. Er ist das Sprachrohr für die Muslime
und gleichzeitig das Amt des Kalifats ist das Amt, was die Gesetze des Korans, ne, die Gesetze des Korans und des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam, das heißt die Scharia, ausführt. Ausführt, das ist die ausführende Kraft. Und die Sahabe, Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, haben sich für dieses Kalifat in der ganzen Menschheitsgeschichte eingesetzt. Und wir sehen, obwohl es bei den Sahabes Meinungsverschiedenheiten gab, wer halt jetzt nun der Kalif werden soll, ob das Abu Bakr werden soll oder Umar oder Ali oder Osman radiallahu anhu ajma'in, es gab Meinungsverschiedenheiten zwischen, wer soll der Kalif werden, aber um das Kalifat selbst gab es niemals bis zum heutigen Tag aus eine Meinungsverschiedenheit. Noch niemals zwischen den islamischen großen Gruppierungen der Ahlus Sunnah und der Ahlus Shia. Der Unterschied zwischen der Sunnah und der Shia besteht darin, wer soll der Kalif werden. Die Sunniten sagen zum Beispiel, jeder kann Kalif werden. Es wäre natürlich besser, wenn er von der Quraysh ist. Und die Schiiten sagen, die Nachfolger von Ali radiallahu anhu, das heißt von der Ahle Bayt, sollen der Kalif werden. Aber im Kontext, es besteht eine Notwendigkeit für das Vorhandensein des Kalifatstaates im Islam. Und das erkennen wir auch, Alhamdulillah, diesen Garten haben sie zumindest noch nicht in Saudi-Arabien kaputt gemacht. Hier wird in Saudi-Arabien ja tagtäglich irgendwas noch zerstört, was noch von den Sahabis uns noch übrig geblieben ist. Aber wir haben Alhamdulillah seit neuestem erfahren, dass dieser Garten, wo Abu Bakr radiallahu anhu zum Kalifen gewählt worden ist, das heißt das rechtgeleitete Kalifat nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hat angefangen, dass dieser Garten noch existiert. Alhamdulillah, es ist eine gute Nehmat geworden, dass wir das auch noch aufnehmen können und euch Brüder und Schwestern zeigen können. Ich weiß nicht, wie groß das hier ist, einige hundert Quadratmeter, aber das ändert ja auch hinten, dass sie das zumindest heute noch gelassen haben. Es ist auf der hinteren Seite von Masjid al-Nabawi, wenn inshallah zu Umrah oder zu Hajj kommt nach Medina, auf der hinteren Seite von Masjid al-Nabawi, neben den Darul Continental, Darul Tawhid Hotel, könnt ihr dieses Benu Saqifa Garten sehen. Sehen könnt ihr nicht nur den Garten, sondern auch gleichzeitig die Wichtigkeit, was die Sahabe gleich gemacht haben, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bevor er begraben worden ist, haben sie Abu Bakr zum Kalifen gewählt. Und die wichtigste Frage ist, wie viele Leute haben ihn gewählt? Die ganze Umma, die ganzen Sahabis, nein. Umar radiallahu anhu hat ihm die rechte Hand gegeben und hat gesagt, ja Abu Bakr, ich wähle dich hiermit zum Kalifen. Das heißt für uns Muslime in der Fiqh, also in der islamischen Rechtswissenschaft, wenn ein richtiger Muslim, wenn er von Ahl al-Halb al-Akt ist, in der Shura, jemanden den Treueid gibt, wenn es kein Kalifen vorhanden ist, ist dieser rechtmäßige Kalif. Das ist uns ein Beispiel von den Wahrhaftigen, und ich unterstreiche, das ist uns ein Beispiel und ein Führungsmodell von den Wahrhaftigen Salaf al-Salihin gewesen, was uns bis zum heutigen Tag als Beispiel geben sollte, inshallah. Der Staat braucht eine neue Führung. Bis jetzt hat es der Prophet gemacht. Er hat in den Muhajirun gehört. Dass es der Prophet gemacht hat, war eine ganz logische Sache gewesen. Jetzt müssen wir das in die Hand nehmen, die Ansar. Sie haben das begründet. Und in dieser Diskussion, am gleichen Tag des Propheten, wo er gestorben ist, diese Diskussion wurde dort geführt, 500 Meter von der Prophetenmoschee entfernt. Einer kommt von denen, um das Problem zu lösen, direkt zum Zimmer von Aisha radiallahu anha, wo die Ahle Bayt, Ali und der Rest sind und Abu Bakr und Umar auch. Und geht zu Abu Bakr und Umar ins Ohr und sagt, passt auf, in Beni Saide passiert das und das, tut mal was dagegen. Und als Abu Bakr und Umar das hören, nehmen sie ihn und gehen zu dritt dort zu Beni Saide. Und Abu Bakr hält dort eine Anrede. Als er das mitbekommt, dass die Sa'd ibn Ubadah wählen wollen von den Ansar als Kalifen, zählt er erstmal die Fazile, die Vorzüglichkeiten der Ansar auf und sagt, ihr habt uns in einer Zeit geholfen, wenn wir vernichtet geworden wären von den Quraysh in Mekka, dann hätte der Islam nicht weiterkommen können. Ihr habt uns geholfen, habt somit den Namen Ansar bekommen und zählt somit die Eigenschaften und die Vorzüglichkeiten der Ansar. So muss ein Führer reagieren, nicht beleidigen.
Erstmal die Vorzüglichkeit. Ihr seid so, ihr seid so, ihr seid so. Ihr habt wirklich eine Vorzüglichkeit. Dann sagt er aber, und dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig, Mekka ist neu erobert worden. Die Leute sind äußerlich zum Islam gekommen. Innen wissen wir das nicht. Wir können nur vom Äußerlichen beurteilen. Wenn einer von den Ansaris kommt, der vom Stamm her kein Gewicht hat, werdet ihr es nicht schaffen, dass die arabische Halbinsel auf euch hören wird. Denn die arabische Halbinsel, die komplette arabische Halbinsel, hört nur auf einen Stamm und das ist der Stamm der Quraysh. Weil die Quraysh waren die Führer von Mekka und die Führer der Kaaba gewesen. Und sie haben Ansehen gehabt. Wenn jetzt nun ein schwacher Stamm kommen sollte, der über uns kommt, von der Ansar, dann würde der Staat im Konflikt untergehen. Und dann sagt er den Satz, die Imame, die Kalifen, die Nachfolger können nur von der Quraysh sein. Eine situationsbedingte Sache. Und überzeugt die. Und dann sagen sie, wer soll es sonst sein? Neben dir ist Ömer, lass uns Ömer den Treueid geben. Daraufhin steht Ömer auf und sagt, wie kann ich vor Abu Bakr treten und gibt Abu Bakr radiallahu an den Treueid. Somit wird Abu Bakr dort, einheitlich dort, zum Kalifen gewählt. Eine Situation, die in einer Stunde abgelaufen sein müsste. Das Problem in dieser Sache war gewesen, dass man die Familie des Propheten diesbezüglich nicht gefragt hat, was ihre Meinung dazu ist. Denn die Familie des Propheten, die Ahle Bayt, Ali, Abbas und der Rest, sie waren mit nichts anderem beschäftigt als mit dem Leichnam des Propheten. Ali, der Schwiegersohn des Propheten, radiallahu an, hat den Propheten gewaschen und er hat gesagt, ja Rasulullah, wie kann die Erde dich aufnehmen? So ein schönes Gesicht. Und er fängt an und zu weinen und fängt an dort die Vorzüglichkeiten des Propheten zu berichten. Im Parallelen läuft diese Geschichte ab. Und dann bekommt man irgendwann mit, dass man Abu Bakr den Treueid gegeben hat. Natürlich waren zwangsläufig die Ahle Bayt, die Familie des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dadurch gekränkt. Man hat sie nicht gefragt. Man hätte sie zumindest zu Rat bitten sollen. Aber die Antwort von Abu Bakr und Umar radiallahu anhuma war natürlich plausibel gewesen. Sie haben gesagt, das war eine situationsbedingte Sache. Wir hätten gar nichts anderes machen können, weil hätte man dort Sa'd ibn Ubadah den Treueid gegeben, hätte man alle den Treueid geben müssen. Somit haben wir das Thema gleich von Anfang an geregelt. De facto ist, sie wurden nicht zu Rat gezogen und es ist wirklich dazu auch so gekommen, dass die Familie des Propheten 6 Monate nach dem Tod des Propheten erst die Bay'a an Rasulullah alayhi salam gegeben haben. Natürlich, es gibt unterschiedliche Geschichten, ich bin darauf eingegangen, aber die sind sehr, sehr schwach. De facto ist, dass man im Konsens sieht, dass die Treuheit nach dem Tod des Propheten 6 Monate danach liegt. Das ist auch die allgemeine Sichtweise. Warum hat man aber 6 Monate danach den Treuheit gegeben? Warum nicht 3 Monate? Oder warum haben die überhaupt den Treuheit gegeben? Warum hat man 6 Monate gewartet? Der Tod der Tochter des Propheten, Fatima az-Zahra radiallahu anha, war der Grund gewesen. Diejenige nämlich, die am meisten da gesagt hat, nein, das machen wir nicht, war die Tochter des Propheten. Man sagt Binti Abiha, die Tochter ihres Vaters. Sie hat dem Propheten so geähnelt, sagt man sogar, dass man sie in den Laufschritten gesagt hat, sie läuft wie der Prophet. Und als sie gestorben ist, 6 Monate nach dem Tod des Propheten, hat dann Ali, ja, Ibn Abbas, auch wenn er blutmäßig nicht zur Familie gehört, Salman al-Farisi, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud und viele anderen, haben danach erst mit dem Tod von Fatima az-Zahra radiallahu anha die Bay'a an Abu Bakr gegeben. Er war 2 Jahre lang Kalif gewesen und als er dann gestorben ist und im Sterbebett lag, kamen die Sahabe um ihn und haben gesagt, wähl uns einen neuen. Sag zum Beispiel, dein Sohn Mohammed bin Abu Bakr soll Kalif werden. Hat er gesagt, nein, das mache ich nicht. Haben gesagt, dann hat Abu Bakr gesagt, dann macht Shura unter euch. Ist die Schade? Wa amruhum Shura bainahum. Haben gesagt, nein, wir wollen das nicht. Wähl uns einen. Abu Bakr radiallahu anhu hat natürlich
Umar ibn Khattab radiallahu an, vorgeschlagen. Es gab einige, die dagegen gesagt haben, ja, Abu Bakr, Umar ist sehr hart, wie wollen wir denn das machen? Und er hat gesagt, ich bin noch härter, wenn es darauf ankommt. Das sehen wir. Wo sehen wir das? Als Abu Bakr zum Kalifen gewollt worden ist und er hat den Krieg gegen die Leute erklärt, die den Zekat nicht eingetrieben haben. Und Umar hat gesagt, lass uns das nicht machen. Also hat er gesagt, wenn ihr härtere Leute wollt, dann ich bin härter als Umar, wenn es um das Thema des Kalifats geht. De facto ist, man hat dann Umar radiallahu anhu vorgeschlagen, also Abu Bakr hat Umar vorgeschlagen und ja, alle haben wirklich mit Konsens den Treueid an Umar ibn al-Khattab gegeben. In der Geschichte im Kalifatkurs sind wir auch drauf eingegangen. Und übrigens, die Zeit des Kalifats von Umar radiallahu an, wenn wir uns die vier Kalifen betrachten, ist wirklich die eins der stabilsten Zeiten. Also Abu Bakr sehen wir, die Kriege der Ritter. Ne? Umar, was fällt euch an, wenn ihr Umar hört? Adalet, Umar al-Faruq, Adalet, Gerechtigkeit. Wann ihr Osman hört, radiallahu an, wenn wir gleich sehen, die Zeit der Fitne. Und wenn wir Ali hören, ist sowieso ein Thema für sich, wir werden gleich darauf einkommen. Aber die Zeit, den man als Polarstern der vier rechtgeleiteten Kalifen im Staatswesen sehen kann, ist zweifelsfrei die Amtszeit von Umar ibn al-Khattab radiallahu an. Er war wie lange Kalif gewesen? 10 Jahre. Abu Bakr 2 Jahre. Umar radiallahu an war 10 Jahre Kalif gewesen. In seiner Zeit hat man das Oströmische Reich aus Syrien rausgetragen. Man hat Ägypten erobert. Man hat einen Teil der heutigen Türkei an sich genommen. Ja, das Gebiet von Kurdistan, das Gebiet von Kurdistan war komplett eingenommen gewesen. Afghanistan, Persien war zerstört. Das islamische Kalifat ist bis in die Grenzen, ist bis an die Grenzen von Afghanistan bzw. Indien gekommen. In so einer Zeit gab es Gerechtigkeit, perfekte Staatssysteme etc., dies und das. Nach 10 Jahren wurde Umar radiallahu an im Morgengebet in Masjid al-Nabawi von einem Majusi, von einem Feueranbeter namens Abu Lu'lu getötet. Abu Lu'lu hat ihn mit einem Messer, was vorne mit Gift besprüht gewesen war, hat er ihn im Morgengebet, hat er ihn in den Rücken reingestochen und man hat ihn dort Schahid gemacht. Natürlich ist er nicht gleich gestorben. Es hat 1-2 Tage gedauert. Als er im Sterbebett lag, kamen die Sahaba wieder und sagten, ja Umar, ja Amir al-Mu'minin, sage uns einen Nachfolger. Lass uns deinen Sohn wählen. Guck mal, das fragen sie bei Abu Bakr. Das mit dem Sohn, bald leuchtet das bitte im Kopf, fragen sie auch Umar. Also Abdullah ibn Umar soll der nächste Kalif werden. Und was sagt Umar radiallahu anhu für eine geschichtliche Antwort? Er sagt eigentlich, ein Briketts aus einer Familie reicht. Also ein Holz aus einer Familie reicht. Einer ist aus der Familie schon verbrannt worden mit dem Kalifat, also mit dieser Verantwortung. Weil Kalifat heißt nicht in Saus und Braus leben. Kalifat heißt, Verantwortung auf sich zu tragen. Was Umar sagt, wenn ein Schaf sich am Euphrat, am Firat das Fuß bricht, wird das am Tage des jüngsten Gerichts von Umar befragt werden. Also Kalifat ist nicht in Saus und Braus, ist Verantwortung. Und daraufhin sagt er, als man seinen Sohn vorschlägt oder haben möchte, ein Holz aus einer Familie, was verbrannt ist, reicht. Reden auf ihn ein, aber zeig uns doch jemanden und wir müssen doch irgendwas machen und zeig uns, sag ich mal, Licht, so ein Wegweiser. Daraufhin wählt Umar radiallahu an aus den Asherre-i Mubashere, aus den 10 Leuten, die zu Lebzeiten des Propheten a.s. mit dem Paradies die frohe Botschaft bekommen haben, ins Paradies zu kommen, wählt er 6 Leute und sagt zu ihnen, wählt den Kalifen aus diesen 6 Leuten. Also, wer gehört dazu? Ali ibn Abi Talib, Osman radiallahu anhu zum Beispiel, Saad ibn Abi Waqqas gehört dazu, Talha gehört dazu, Zubayr gehört dazu. Und man lässt in dieser Kommission, einer muss ja wählen, einer muss ja unwählbar sein, damit es eine gerechte Zahl ist. Ja, es muss ja eine, es kann nicht 3-3 sein. Einer muss wählen und derjenige, der wählt, wird dann wer sein? Abdurrahman ibn Auf.
Ich erzähle dieses Vorwort deswegen, damit ihr immer wieder versteht, wie kommt es denn zu was? Umar radiallahu anhu sagt aber was ganz Wichtiges. Aus diesen 6 Leuten müsst ihr den Kalifen wählen und ihr habt wie lange Zeit? 3 Tage. In 3 Tagen sperrt ihr euch in dieses Haus ein. Keiner verlässt dieses Haus, außer einer. Und ihr wählt diesen Kalifen. Mit dem Untergang der Sonne des 3. Tages. In den ersten Stunden macht man Istishare und man einigt sich auf 2 Kandidaten. Ali ibn Abi Talib und Osman ibn Affan. 3 Tage lang geht Abdurrahman ibn Auf, der das leitet. Der leitet das ja. Geht in Medina rum und diskutiert mit den Leuten, wen könnt ihr euch vorstellen als Kalifen? Wen könnt ihr euch vorstellen? Und die geringe Mehrheit aus Medina, pass auf, die geringe Mehrheit aus Medina stimmt auf wen hin? Auf Osman ibn Affan. Jetzt werdet ihr euch sagen, warum? Das Schwert Allahs, Ali ibn Abi Talib, der Schwiegersohn des Propheten Ali ibn Abi Talib, ist da, der den Propheten von Anfang an begleitete, in den Kriegen mitgemacht hat. Warum Osman ibn Affan? Werde ich inshallah gleich dazu kommen. Er macht Istishare und merkt eigentlich, dass die Mehrheit der Menschen mit der geringen Mehrheit auf Osman wählen und nicht auf Ali. Am letzten Tag der Entscheidung nimmt er Ali vor sich und Osman vor sich. Er fragt, das sagen unsere Quellbücher, er fragt Osman und Ali eine Frage. Wenn ihr Kalif werdet, werdet ihr mit dem Koran und mit der Sunna des Propheten a.s. herrschen, regieren? Ali sagt, pass auf, soweit es in meiner Kraft steht. Ja. Osman sagt, auf jeden Fall. Weil Osman auf jeden Fall sagt, ohne zu sagen, bevor es weniger in meiner Kraft steht, nimmt Abdurrahman ibn Auf seine Hand und sagt, und somit gebe ich dir den Treuheit, dass du der Nachfolger von Umar bist, dass du der 3. Kalif der islamischen Umma bist. Warum? Weil Osman nicht gezögert hat und Ali hat gezögert. Wobei man ganz genau weiß, dass Ali überhaupt gar nicht gezögert hat. Er hat nur gesagt, was eigentlich auch rechtsmäßig enorm ist. Er hat gesagt, natürlich, soweit es in meiner Kraft ist, werde ich mit dem Koran und mit der Sunna, das heißt mit der Scharia des Islams herrschen. Aber Osman hat gesagt, nein, ich werde auf jeden Fall danach herrschen. Er hat dieses sogenannte Verzögern, es war kein Verzögern gewesen. Und daraufhin gibt man Osman ibn Affan, als erster gibt Abdurrahman ibn Auf die BA und als zweiter gibt Ali ibn Abi Talib die BA. Der mögliche Hintergrund, und da möchte ich jetzt langsam in die Hinterkulissen reingehen, weil das ist für uns jetzt wichtig. Das ist das Zahiri. Das ist, was wir von außen sehen. Jetzt gehen wir mal in das Batini rein. Der eigentliche Hintergrund könnte sein, auch der Befragung der Ahle Medina. Viele, viele Muslime in Medina sind später zum Islam konvertiert. Wir reden zur Zeit des Anfang des 3. Amtszeit von Osman radiallahu anhu, die Endzeit, also 12 Jahre nach dem Tod des Propheten reden wir hier. Viele sind zum Islam später konvertiert, viele waren in Mekka gewesen, viele sind dazugekommen. Und Ali ibn Abi Talib war ein Kämpfer, der in jedem Kampf mitgemacht hat, außer in 1 oder in 2 Kämpfen nicht mitgemacht hat. Und auf dem Schwert von Ali war das Blut vieler Mushrikun gewesen. Das Problem ist, viele Mushrikun waren die Eltern oder die Onkels oder die Opas oder die Cousins der Leute, die später zum Islam konvertiert sind. Im Unterbewusstsein kann so etwas abgelaufen sein, dass sie in der Prophetenmoschee, als Umar noch Kalif gewesen war, gebetet haben und Ali war neben denen und haben sie gesagt, der hat meinen Vater umgebracht, der hat meinen Bruder umgebracht, der hat meinen Cousin umgebracht. Sie haben das nicht zur Geltung gebracht, aber Ali war ein Kämpfer auf dem Schlachtfeld gewesen. Und er hat das Blut von vielen Mushrikun auf seinem Schwert gehabt. Deswegen im Unterbewusstsein eine Abneigung zu Ali von den Spätkonvertierten,
war unumgänglich gewesen. Dazu kam, Osman radiallahu an war ein sehr, sehr, sehr sanfter Mensch. Eigentlich, wenn ich das ein bisschen übertreiben sollte, wäre Osman der letzte Mann gewesen, den du in Medina zum Kalifen hättest wählen können. Warum? Weil das als Mensch ein sehr weicher Mensch gewesen war, ein sanfter Mensch gewesen war, der sich geschämt hat. Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar sagt, sogar die Engel schämen sich vor Osman. Sie haben Haya von Osman. Ein sehr geehrter Mensch, dessen Fazilet hat der Prophet unendlich erzählt. Er hat so viele Fazilet, Ali hat mit einer Tochter des Propheten geheiratet, Osman hat mit zwei Töchtern des Propheten geheiratet. Deswegen sagt man zu Ali, Zinnurain, der Besitzer von zwei Lichtern. Hä? Zu Osman habe ich gesagt. Genau, nein. Zu Ali sagt man das nicht. Zu Ali sagt man Ali al-Murtaza. Aber zu Osman sagt man Zinnurain, der Besitzer von zwei Lichtern. Ja, das heißt, er hat zwei Töchter des Propheten geheiratet. Als Osman kam, hat der Prophet sich hingesetzt, hat aufgepasst, wie er sitzt. Diese Vorzüglichkeiten Osmans eine Sache, aber die Staatsführung Osmans eine ganz andere Sache. Und das wussten die Leute. Und Osman radiallahu anh hat sich in nicht so vielen Kriegen beteiligt. Zum Beispiel in Badr war er nicht dabei gewesen. In vielen Kriegen war Osman nicht dabei gewesen. Warum? Weil ich Osman ein Mensch des Kämpfens gewesen war. Osman war radiallahu anh ein Mensch der Diplomatie gewesen. Er war sehr reich gewesen. Und er war nicht nur sehr reich gewesen, er war vor der Stamm der Bene Umayyah gewesen. Er hat einen sehr starken Rückhalt gehabt. Das sehen wir im Vertrag von Hudaybiyah. Im Bay'atu Ridwan. Wir sehen das alles. Und das wussten die Menschen. Und sie wussten, sie haben eine Zeit wie Umar ibn al-Khattab hinter sich. Umar war gerecht. Er war in der Staatskasse nicht so verschwenderisch gewesen. Die Leute, die haben gesagt, ja Umar, lass uns mal ein bisschen besser leben. Guck mal, wir haben Persien erobert. Wir haben Rom erobert. Also das Oströmische Reich erobert. Wir haben Ägypten erobert. Wir haben Jerusalem erobert. Wir haben so viel Geld in den Staatskassen. Lass uns doch mal ein bisschen in Saus und Braus leben. Sagt Umar, nein. Nur so viel euch reicht. Adalet. Nicht verschwenderisch. Da haben sie gemerkt, wir können Medina mit Umar nicht. Dann wollten sie von Umar, dass sie aus Medina ausreisen. Ja, Umar, lass uns nach Kudus reisen, lass uns nach Kufa reisen, lass uns. Hat er gesagt, nein, ab jetzt verbiete ich euch, aus Medina auszureisen. Er hat den Verbot gegeben, ihr durft nicht nach Medina, von Medina ausreisen, die eigentlichen Bewohner von Medina. Als Begründung hatte Umar gesagt, ich möchte nicht, dass der Kern der Islamgemeinschaft kaputt geht, dass ihr dort untergeht in weltlichen Sachen. Er hat das geschützt. So hätte es Umar radiallahu anhu Schahid gemacht worden, hier steht ja eine Option zu. Entweder sie wählen Ali, der genau ist wie Umar, vielleicht noch ein Stück präziser, oder sie wählen einen wie Osman radiallahu anhu, der sehr weich ist, der sehr offen ist, den man schnell überreden kann, der diplomatisch ist, der das Blut vielleicht von ihren Verwandten nicht auf den Schwert Lasten hat. Allahu alam. Und somit kam es dann im Endeffekt auch, dass Abdurrahman ibn Auf, der auch ein Verwandter von Osman gewesen war, man sagt, es war sein Milchbruder gewesen, ihm dann als erstes die Treueid gegeben hat. Und somit beginnt die Zeit von Osman radiallahu an. Osman radiallahu an war wie lange Kalif gewesen? 12 Jahre. Abu Bakr 2, Ömer 10 und Abu Bakr 12 Jahre, Osman radiallahu an, 12 Jahre war er Kalif gewesen. Und hier kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt der Geschichte. Bitte merkt euch das. Das ist hier ein Knick, der Batini anfängt und dann in der Zahiri raussticht. Die ersten 6 Jahre von Osman radiallahu an waren ohne Probleme. Perfekt, weil er das Amt von Ömer, das Staatssystem, 1:1 übernommen hat. Und Ömer hat sogar noch gesagt, wenn der neue Kalif gewählt wird, dann geht nicht an die Gouverneure ran. Geht nicht an die Verwalter der Städte ran, der Bezirke ran. So und so lange. Die ersten 6 Jahre gab es keine Probleme. Die anderen 6 Jahre von diesen 12 Jahren, also die zweite Hälfte der Amtszeit von Osman, waren sehr, sehr schlimme Jahre gewesen. Ich glaube, Allahu alam, derjenige,
der diese 6 Jahre am meisten kritisiert, also die meisten Gelehrten kritisieren das sowieso, da gibt es Ijma darüber, von dieser Staatsverwaltung her. Aber derjenige, der am härtesten kritisiert, wo ich das wirklich gelesen habe, ist Sayyid Qutb rahmatullahi alayh. Er kritisiert das sehr stark. Ibn Taymiyyah natürlich auch sehr stark, aber Sayyid Qutb kritisiert das sehr, sehr stark. Was ist denn passiert in diesen 6 Jahren? Wallahi, Leute, vieles stimmt und vieles ist auch gelogen. Vieles stimmt und vieles ist gelogen. Aber wir können uns auf eine Sache einigen, was das wirklich in die Katastrophe geendet hat, dass Medina belagert worden ist und der Kalif der Muslime wurde mit Belagerung in Medina Shahid gemacht. Dass er, Osman radiallahu an, in die Staatsführung allsamt, von oben bis unten, von Medina bis Basra, bis Kufa, von überall, die Beni Umayya eingesetzt hat. Wer ist das? Seine eigene Familie eingesetzt hat. Jetzt meine Frage. Ist es grundsätzlich ein Problem, seine eigene Familie irgendwo einzusetzen? Nein. Der Islam verbietet uns sowas nicht. Nö. Also wenn Osman das mit, damit wir das besser verstehen und den Punkt auch bewahren. Also wenn Osman das mit dem Beni Umayya macht, ist das falsch. Aber wenn Ali das mit der Beni Hashim macht, dann ist das okay. Nein. Im Islam sind einige andere Kriterien. Und Allah sagt es in der Surah Al-Hujurat ganz klar und deutlich. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Der Beste von euch ist derjenige, der Gottesfürchtigste von Allah ist. Und wenn es deine Familie ist, dann ist es deine Familie. Wenn es nicht deine Familie ist, dann ist es nicht deine Familie. Ja? Ganz wichtig. Aber bei Osman radiallahu anh war es nicht so gewesen. Diese Leute, die an die Staatsführung gebracht worden sind, die an die Gouverneure gebracht worden sind, denen wirklich Basra, Kufa, Scham, Ägypten, alles in die Hand gegeben worden ist, das sind alles spätkonvertierte Muslime gewesen, wo einige sogar übertreiben sagen, es waren gar keine Muslime, die sahen von außen nur so aus, Allahu alam, das möchte ich jetzt gar nicht in Spekulation bringen, aber wir urteilen nach dem Äußerlichen, das waren brutale Menschen gewesen. Und sie haben ihre Brutalität ausüben lassen. Das kann keiner verleugnen. Herr, wer das wann gemacht hat, wie viel übertrieben worden ist, ist eine andere Geschichte. Aber die Geschichte sagt uns, dass es passiert ist. Und es ist viel Blut vergossen worden. Und in dieser Zeit, wie alt war Osman radiallahu anh gewesen? Circa 80 Jahre. Also wir reden von einem 80 Jahre alten Menschen, der in der Staatsführung eines Staates ist. Er ist ja ein Mensch. Wie wir auch. 80 Jahre, bestimmte Epochen des Islams komplett durcherlebt, von die Hijra nach Abyssinien, von Hijra nach Med, alles hat er durch. Und am Ende seiner Lebensjahre angekommen ist. Und einen Staat vor sich gefunden hat, der eine Größe eines Imperiums hat. Die ersten Schiffsflotten, ja, haben wir letztens gesagt, gingen nach Zypern. Von so einer Zeit reden wir. Diyarbakır war zu seiner Zeit unter islamischem Kalifat gewesen. Und dieser Mann ist an der Staatsführung. 80 Jahre alt. Eigentlich konnte er kaum mehr so richtig die Staatsführung ausüben. Kaum, sage ich. Nicht ganz. So, dass man das einige sogar sagen, sein Sekretär leitete den Staat. Sein Khatib, sein Schriftschreiber leitete den Staat. Allahu alam. Im Endeffekt aber, diese Leute, die er als Gouverneure eingesetzt hat, und ihr müsst euch das mal vorstellen, Leute, das ist hier auch das Wichtigste. Die Leute von Ashabul Bedr sind noch da, die in Bedr mitgekämpft haben, die auch eigentlich alle mit dem Paradies vorausprophezeit worden sind, da. Die Leute aus Medina sind da, alle werden weggedrängt, aber die Leute, die brutal regieren, die nach der Eroberung der Mekkas erst zum Islam konvertiert sind, wo die Surah Hujurat sagt, sie haben mit ihrem Mund Islam gesagt, sie sind Islam geworden, aber ihr Iman hat sie nicht in den Herzen gemacht. Ja? Das ist genauso, wenn einer jetzt hier reinkommt und sagt, ich akzeptiere den Tawhid, ich leugne den Tawhid, schön und gut, so, morgen bist du Führer einer islamischen Organisation, zum Beispiel in Deutschland. Das geht nicht. Der muss erst mal verstehen, um was es überhaupt geht. Der muss überhaupt die Sache schmecken. Pişmek sagen wir im Türkischen dazu. Der muss erst mal diese Sache überhaupt gedeihen. Die Zeit hat die Beni Umayya gar nicht gehabt.
Und das sehen wir auch wirklich, dass sie dieses Amt, dieses Ahlak, diesen Charakter der Jahiliyyah eins zu eins fortgeführt haben. Was ist passiert? Die ganze Umma hat sich bei Osman radiallahu anh beschwert. Beschwerden kamen nach Medina in wellenartiger Form rein. Osman hat nichts gemacht. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, 6 Jahre lang Unterdrückung im Kalifat. Beschwerden kommen zu Osman, tagtäglich steigt das und Osman radiallahu anh macht nichts dagegen. Sogar Aisha hatte mit ihm nicht mehr geredet. Ali ist mehrmals hingegangen, ja Osman, wechsel deine Gouverneure, setze den und den ein. Die Leute, die rasten bald aus, die töten dort Menschen, einige trinken Alkohol, die machen das. Und da sagt Osman radiallahu anh diese Antwort, Sıla-i Rahim ist doch Fars. Was heißt das? Das gute Verhalten gegenüber deiner Familie ist doch gut. Er war ein sehr weicher Mensch. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, und immer mehr Beschwerden, sogar dass die Beschwerden der ganzen Umma, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, zum zentralen Thema der Hadsch werden. Was macht Osman in der Hadsch? Er hört die Leute zu, ist ja seine Aufgabe, aber er geht auf die Probleme nicht ein. Bitte vergleicht das auch mit den heutigen Problemen. Er geht auf die Sorgen der Muslime nicht ein. Nicht. Und es reicht nicht nur, dass er das eingeht, er macht noch viele, viele, viele andere Sachen, die eine Fitna zum Kochen bringen. Beispiel, er verbindet in Arafat und in Mina die Gebete nicht. Er fängt an in Medina das Freitagsgebet mit 2 Ersan zu lesen. Statt 1 Ersan. Er hat für alles seine Begründung. Für alles. Darüber kann man auch reden. Aber er hat das zu so einer Zeit gemacht, wo sowieso alles am Kochen gewesen war. Und das gilt für alle islamischen Führer und Kalifen, die da waren und in Zukunft kommen werden. Wenn du sowieso in einer Zeit der Fitna lebst und kannst eine Organisation nicht leiten, dann kannst du nicht nur mit zweifelhaften Sachen kommen oder mit eigenen Ijtihads kommen, die nicht eine allgemeine Ijtihad, sondern eine kleine Ijtihad sind und kannst das auf die Jamaat oder auf die Bewegung draufkommen. Dann was passiert dann? Dann geht alles auseinander. Genau wie es auch hier in der Zeit von Osman radiallahu anh gewesen war. Es kam so weit, Leute, 6 Jahre lang, also ihr müsst euch mal vorstellen, ihr beschwert euch über seine Sache, es vergeht ein Tag, eine Woche, ein Monat, 2 Tage, es sterben Menschen, Brutalität kommt, dies und das, 6 Jahre lang. Familienmitglieder sterben von euch und keiner macht was. Es ist dann im Endeffekt dazu gekommen, dass Aufständige aus Ägypten gekommen sind und haben Medina belagert, die Hauptstadt des islamischen Kalifatstaates. Sie haben mit ca. 2.000 bis 3.000 Menschen Medina belagert. Wie viele Einwohner hat Medina gehabt? Viel mehr. 10.000, 20.000, 30.000, vielleicht mehr. Aber auf jeden Fall das 3, 4, 5, 10-fache. Die richtige Zahl weiß ich nicht. Sie kommen nach Medina und belagern das Haus von Osman radiallahu anh. Er kann nicht rein, er kann nicht raus. Eine einzigste Person bringt ihm nur Wasser. Das sagen unsere Bücher. Und wisst ihr, wer das ist? Ihr müsst euch das immer bildlich vor Augen haben. Wir reden wirklich vom Haus von Osman. Wisst ihr, wie weit das vom Grab des Propheten entfernt ist? 10, 20 Meter. Sehr nah. Das Haus ist belagert. Mit 2.000 bis 3.000 Aufständigen, die aus Ägypten kommen. Also, wir reden nicht von tatsächlichen Sahabes, aber Muslimen. Die Jahiliyyah noch in sich haben. Und die ausgerastet sind wegen der Ungerechtigkeit, die passiert. Vor allem in Ägypten. Vieles gepusht, vieles auch nicht gepusht. Aber Osman radiallahu hat dafür im Endeffekt nichts gemacht. So. Wo ist die Reaktion der Muslime aus Medina? Wir sehen wirklich ein auffälliges, und dafür brauchen wir keine Quellenangaben zu lesen, ein auffälliges, passives Verhalten. Dass man sich intern eigentlich gedacht hat, ja Osman, wir haben dich 1000-mal gewarnt. Warum hast du dazu geschwiegen?
Der Einzige, der ihm dem was zu trinken bringt, ist Ali ibn Abi Talib, radiallahu an. Dem machen sie nichts. Und an die Tür von Osman, sein Haus, stellt er zwei Leute. Seine zwei Kinder. Hassan und Hussein, radiallahu anhuma. In diesem Hengameng, sagt man im Türkischen, in dieser katastrophalen Lage, gibt Osman radiallahu an sofort einen Befehl nach Scham. Wer ist in Scham? Muawiyah. Werden wir gleich dazu kommen, inshallah. Er gibt nach Scham einen Befehl an Emir und sagt zu seinem Gouverneur, auch zu seinen Verwandten, weit Verwandten, Muawiyah, schicke sofort jemanden hin, der mir hier hilft. Von außen brauche ich eine Hilfe. Und was macht Muawiyah? Er schickt eine Armee nach Medina. Er ist ein Verwandter. Er ist der Statthalter, der Gouverneur von Scham. Scham ist nicht nur Syrien, gehört auch Philister mit dazu. Und schickt diese Armee nach Medina. Aber mit einer Voraussetzung. Und das ist wirklich sehr interessant, Leute. Sie lagern 5 Kilometer von Medina. Und er, Muawiyah, sagt: Solange von mir kein Befehl kommt, wird keiner nach Medina reingehen und sollte Medina in Schutt und Asche untergehen. Osman ist dort belagert mit 2000, 3000 Aufständigen und die Armee von Abu Sufyan, die ihn eigentlich retten sollte, wartet vor den Toren Medinas, bis der Befehl von Muawiyah kommt. Warum? Allahu alam. War es eine Strategie gewesen? Allahu alam. Ich denke mir oder vermute, es könnte sein, Allahu alam, Osman radiallahu anh ist sowieso ein alter Mensch gewesen, 80 Jahre. Wenn er überleben könnte, wie viel würde er noch leben? 2 Jahre, 3 Jahre, aber vielleicht nicht mehr in den damaligen Verhältnissen. Was ist wichtiger, ein Osman, der stirbt eines natürlichen Todes, oder Osman, der stirbt durch einen Mord? Das hört sich jetzt vielleicht sehr brutal an, aber im Laufe der Geschichte werden wir sehen, was passiert. In diesem Bild, Armee von dem Muawiyah ist vor Medina. Sie gehen nicht nach Medina rein, sie helfen Osman nicht. Ali schickt die beiden Kinder dorthin, schickt ein bisschen was zu trinken. Und irgendwann passiert nämlich der Tag, dass sie nicht durch die Tür, sondern die Hintermauer von Osman eintreten. Und der Erste, der Osman das Schwert zeigt und ihn töten möchte, ist wer? Mohammed bin Abu Bakr. Das ist der Sohn von Abu Bakr. Osman guckt ihn an. Jetzt müssen wir uns denken, wie kann es dazu kommen? Was ist denn da passiert, dass so ein Konflikt entstanden ist? Aber er ist entstanden. Und das führen wir nichts anderes außer diese 6 Jahre von Osman radiallahu anh sein Amtszeit zurück, ohne ins Detail einzugehen. Und dann guckt den Osman radiallahu anh und sagt: Was wäre, wenn dein Vater dich so gesehen hätte? Daraufhin fängt sich an, Mohammed zu schämen, ist sofort rausgegangen. Aber was nützt ihm das? Der Rest ist rein. Hat Osman dort Shahid gemacht, radiallahu an. Sein Blut, das er ist geflossen auf den Koran. Dieses Koran ist heute in Istanbul im Topkapı-Palast. Das Blut sieht man noch dort von Osman. Ja, er liest dort einen bestimmten Vers und dort wird er Shahid gemacht. Und dann, man sagt, die Quellbücher sagen, als seine Frau Naile sich gegen das Schwert stellt, werden Nailes Finger auch noch abgehackt. Ein blutiges Hemd von Osman und die abgehackten Finger. Wisst ihr, was danach passiert? Das blutige Hemd und die abgehackten Finger von Naile, von seiner Frau, werden nach Scham gebracht. Warum? Was willst du, Muawiyah, mit einem blutigen Hemd und mit abgehackten Finger von der Frau von Osman machen? Ist das eine Strategie? Ey, Shahid. Tamam, Allah yarham. Willst du den neuen Kalifen? Was willst du mit deinem blutigen Hemd machen?
Warum lässt du ihn dieses, warum lässt du dieses blutige Hemd nach links kommen? Warum rettest du Osman nicht? Diese Sachen bringen sehr viele Fragezeichen, Leute. Ich lasse sie unbeantwortet als Fragezeichen. Nicht, dass da jemand sagt, ach, du hast so und so gesagt. Ich sage gar nichts. Ich sage die Geschichte und ich stelle einfach nur Fragezeichen dorthin. In Scham, also in diesem Gebiet von Syrien, Jordanien und Philistin, gab es einen Stamm von Namens Beni Kelb. Und der war dort sehr stark vertreten, der Stamm von Beni Kelb. Ja? Das Problem ist, oder das Gute ist für Moawie, dass die Frau von Osman Naile zu dem Stamm von Beni Kelb gehört und dass die Frau von Moawie auch zu dem Stamm von Beni Kelb gehört. Er nimmt das blutige Hemd von Osman radiallahu an, die abgehackten Finger von Naile, stellt sie in die Moschee von Scham und sagt, das sind die Mörder von Moawie, das sind die Mörder von Osman, lass uns das Blut von Osman rächen. Jeden Tag provoziert Moawie die Muslime in Scham und darunter auch den Stamm von Beni Kelb. Sie haben das mit unserer Schwester gemacht, sie haben das mit unserer Mutter gemacht, sie haben dies gemacht, sie haben das Blut hier und dies und das. Jeden Tag. Eines Tages musste Amr ibn al-As kommen und sagen, ja Moawie, wenn du das jeden Tag machst, irgendwann geht die Emotion weg. Das wird dich normalisieren, genau mit den Kriegen heute. Mach das einmal zum Jum'ah-Gebet. Damit der Hass immer wieder neu kommt. Und das ist dann auch wirklich tatsächlich passiert. Und Leute, nochmal auf diese Passivität von Medina. Medina war so passiv gewesen bei der Ermordung von Osman radiallahu anh. Warum? Dass man Osman radiallahu anh nicht mal in dem Friedhof der Muslime begraben hat. Ihr wisst, neben der Moschee des Propheten ist das Friedhof von Jannat al-Baqiyah. Ja, wir haben gesagt, dass das Kalifat ein Erbe des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist und dass es eine Ijma, ein Konsens der ganzen Sahabe ist. Die Sahabe, das erste, was sie sich beschäftigt haben nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er gestorben ist, war die Gründung eines Kalifats. Warum haben sie das gemacht? Natürlich, weil sie die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr gut kannten und weil sie ganz genau wussten, wie wichtig es ist, einen Emir zu haben, einen Kalifen zu haben, wie wichtig es ist, eine Einheit zu bilden, eine Gemeinschaft zu bilden, die Gemeinschaft zu bewahren und sie in der ganzen Welt zu übermitteln. Hier ist ja im Koran wieder geschrieben, وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Halt allsamt alle an Allah sei fest, das heißt der Koran, an die Gesetze der Scharia, وَلَا تَفَرَّقُوا. Und tut euch in dieser Sache auf jeden Fall nicht spalten. Die ganzen Gefährten des Propheten sind sich darüber einig, so wie die darauffolgenden Generationen, die Sahabe, die Tabi'in, die Atba'i Tabi'in, dass das Kalifat vorhanden sein muss, um die Einheit der Muslime zu beschützen. Man hat ja nicht umsonst die Zeit der Sahabe, nennt man ja in der Islamwissenschaft, nicht umsonst Al-Asrul Khulafa'i Rashidin, die Zeit der rechtgeleiteten Kalifen. Abu Bakr, Umar, Osman, Ali, radiallahu anhum ajma'in, sind alles unsere Führer, die sich für das rechtgeleitete Kalifat immer wieder eingesetzt haben. Dafür haben sie sich eingesetzt. Die vier Kalifen haben sich natürlich für das Kalifat und für die Einheit der Muslime eingesetzt. Ich möchte noch einige Sachen ergänzen zu einem Vortrag vorhin. Imam Ali, radiallahu an, nahm den Treueid, den Bay'at der Muslime an, obwohl Medina, die Stadt heute, unter Besatzung der Aufrührer war, die Osman radiallahu an ermordeten. Ein Beweis dafür, ein Delil dafür, dass man einen Kalifen auch ausrufen kann, obwohl ein Gebiet, ein Territorium besetzt ist. Das ist das Grab des Sahabes. Hier liegen ca. 10.000 Sahabes begraben. Ca. 10.000 Sahabes liegen hier begraben. Und die ganzen Sahabe, die hier begraben liegen, haben Ijma gemacht. Das heißt Ijma, sie haben einen Konsens. Es gibt keine Meinungsverschiedenheiten unter diesen 10.000 Sahabes, dass es kein Kalifat geben muss. Alle sind sich darüber einig.
Der Unterschied bei den Sahaba ist, bei den Meinungsverschiedenheiten liegt nur, ich betone das, nur, wer das Amt fortführen soll. Und trotzdem haben sich im Endeffekt alle auf die vier Kalifen, Alhamdulillah, auch geeinigt und haben das auch in den folgenden Generationen auch weitergeführt. Imam Hussein, radiallahu anh, das heißt, der Enkelsohn des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nahm den Treueid von den Irakern, von 18.000 Irakern an. Imam Hussein, nach der Zeit der Asrul Hulafa'ir Rashidin, nahm er den Treueid von ca. 18.000 Irakern an, während das emevitische Regime diese unterdrückte. Doch am Ende verließen sie alle Imam Hussein, das heißt, den Enkelsohn des Propheten sallallahu alaihi wasallam, außer 72 Leute der Ahlul Bayt, das heißt der Familie des Propheten, welche an jenem Tag des Tages von Karbala an dem Märtyrertod starben. Habt ihr verstanden, was ich meine? Sogar der Tag von Karbala, was die Schiiten heute feiern, aber die Sunniten leider den Gottes vergessen, an dem Tag, wo Imam Hussein radiallahu anh ermordet worden ist, Schiit gemacht worden ist, mit 72 Leuten der Ahlul Bayt, das war das Kalifat gewesen. Er hat das wahrhaftige Kalifat gegen das emevitische Regime präsentiert und hat von 18.000 Leuten Muslimen in Irak den Bayat angenommen. Aber was ist passiert? Sie haben alle Imam Hussein verlassen. Alle 18.000 Leute haben Imam Hussein verlassen. Allahu alam, mir kommt das so vor, als dass das Schicksal der Kalifatorganisation bis zu unserem heutigen Tag ist. Das heißt was? Dass die Kalifen immer wieder verlassen werden. Der Enkelsohn des ersten Kalifen, Abu Bakr, wer war das? Der erste Enkelsohn von Abu Bakr. Und Abu Bakr, den ersten Kalifen, dessen Enkelsohn war, ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, Abdullah ibn Zubair gewesen. Abdullah ibn Zubair rief sich trotz führenden Unterdrückungen des emevitischen Regimes in Mekka als Kalifen aus. Wir reden ca. 90 nach der Hijra. Wobei alle außer der Bevölkerung in Syrien, in Bilad al-Sham, ihm den Treueid leisteten. An den Enkelsohn von Abu Bakr radiallahu anh. Niemand behauptete, dass auf einem besetzten Boden das Kalifat dabei nicht ausgerufen werden könnte. Das ist ganz wichtig, Leute. Das ist ganz wichtig. Ich möchte euch nur damit berichten, über diese Beweise in der Geschichte von Koran, Sunna, Salaf, die wahrhaftigen Salaf. Die wahrhaftigen Salaf liegen hier, Leute. Die wahrhaftigen Salaf liegen hier. Und von dem, dessen Leben, möchte ich euch eigentlich nur ein paar Stichpunkte, ein paar Fußnoten zeigen, wie sie das Kalifat präsentiert haben und wie sie sich für ein Kalifat eingesetzt haben, um damit was zu machen? Der Zweck dieses Vortrages, was der Kalifatstaat für eine Position der islamischen Religion hat. Imam Abu Hanifa, dessen Lehrer Imam Zaid, Said ibn Jubair und viele andere hielten gegen das führende Despotregime stand und hatten die Ehre, den Treueid des Volkes zu bekommen. Sie setzten sich für das Kalifat nach dem Muster des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein, ohne dabei auf die Anzahl der Mitglieder oder den Ort des Aufrufs zu achten. Ich betone hier, liest euch das Leben von Imam Abu Hanifa, Imam Zaid und Said ibn Jubair sehr, sehr gut durch. Auf dem Weg des Kalifats sollte bitte auf die Zielstrebigkeit der vier rechtgeleiteten Kalifen und der Familie des Propheten sehr gut geachtet und studiert werden. Denn die Sahabe sind was? Die Sahabe, sagt der Prophet, sind wie die Sterne am Himmel. Und wir sind hier, Alhamdulillah. Sie haben uns ein Leben hinterpräsentiert, worauf wir uns von ihnen ein Beispiel nehmen müssen als Muslime, um dies auch in unserer heutigen Welt umsetzen zu können. Heute extrem groß, damals natürlich nicht mal ein Viertel. Ja. Man hat Osman außerhalb der Mauer von Jannatul Baqiyah begraben. Wisst ihr, wie viele Leute sein Totengebet verrichtet haben? Wir reden von dem dritten Kalifen des islamischen Kalifats.
Unsere Quellen sagen mindestens 3, maximal 7 Leute. In einer Stadt von über 30.000, 40.000 Menschen. Ein Mann, der 2 Töchter des Propheten geheiratet hat. Was hat er denn da gemacht? Tamam, zu einigen Sachen kannst du sagen, vielleicht wurden die erlogen und erdichtet. Ja, aber doch nicht alles. Er selber war es nicht gewesen, zweifelsfrei. Er ist ein sauberer Mensch. Er gehört zum Aschere im Ubeschere. Aber was für Türen hat er geöffnet? Im Endeffekt ist das Realität. Man hat ihn außerhalb von Jensol Bachir begraben, später natürlich, zur Zeit des Emiratischen Reiches, hat man dann die Mauern von Jensol Bachir vergrößert, sodass heute natürlich das Grab von Osman radiallahu anh, in Jensol Bachir natürlich zwangsläufig mit drin war. Dann wurde natürlich mit dem Tod von Osman Ali radiallahu anh gewählt zum Kalifen. Ihr wisst, Ömer hatte ja 6 Leute gewählt von Aschere im Ubeschere. Osman ist Schehid gemacht worden. Abdurrahman ibn Auf ist getötet worden. Also sind ungefähr noch 4 Leute geblieben. Einer von diesen 4, zum Beispiel Saad ibn Ebu Wakas, hat gesagt, also ich bin zu alt, ich mach das nicht. Und Talha und Zubayr radiallahu anhumah haben gesagt, also wenn Ali ist, wie wollen wir Khalifa werden? Also wir geben Ali die Sache. Und wirklich Ali radiallahu an wurde einstimmig dort auch in diesem Komitee zum Kalifen gewählt. Und Ali wollte das nochmal bekräftigen, hat gesagt, also nicht nur hier in diesem kleinen Raum machen wir das, wir müssen das in Jannah, in der Moschee des Propheten a.s.w. nochmal bekräftigen lassen, so dass er wirklich die komplette Bay'ah aus ganz Medinatul Munawwara bekommen hat. Nach dieser Bay'ah, funktioniert das Mikrofon? Nach dieser Bay'ah kam Talha und Zubayr zum Kalifen Ali ibn Abi Talib und haben zu ihm gesagt, ja Amir al-Mu'minin, zur Zeit von Ömer waren wir Gouverneure von Kufa und Basra gewesen. Dann kam Osman mit seiner Beni Umayye und die Beni Umayye, sie haben uns aus Basra und aus Kufa vertrieben. Als Gouverneure. Gib uns doch bitte das Amt wieder zurück. Wie es auch zur Zeit von Umar radiallahu anh gewesen war. Eigentlich sagt man, Ali hat zugestimmt zuerst, aber einige Leute um ihn haben gesagt, lass das lieber nicht machen. Warum? Jetzt warum? Natürlich objektiv gesehen, Talha und Zubayr, ja, gut. Aber sie haben gesagt, die Leute um Ali, sie haben das Potenzial, auch Kalifen zu werden, weil sie gehört zu Aschere Mubeschere. Und die Situation in dem ganzen islamischen Kalifat ist aufgrund der Ermordung von Osman sowieso durcheinander. Wenn wir die dort jetzt einsetzen und da passiert irgendwas und sie hetzen sie auf, kann es zu Konflikten kommen. Lass die lieber bei dir in der Hauptstadt des islamischen Kalifatstaates, damit sie dich in der Verwaltungssache unterstützen. Und Ali hat zugestimmt, hat gesagt, ja, stimmt. Als Talha und Zubayr das hören, sagen sie, damit sind wir nicht einverstanden. Wir wollen Gouverneure von Basra und Kufa werden, genau wie vorher auch. Er in Basra und der andere in Kufa. Als sie merken, Ali willigt nicht ein, wisst ihr, was sie gemacht haben? Sind von Medina losgezogen, wohin? Nach Mekka. Warum nach Mekka? Die Hajj ist gerade vorbei. Wir reden vom Monat Zilhijja, genau wie heute. Die Hujjah sind noch da. Aisha radiallahu anha war dort zu Hajj gewesen. Und sie gehen zu Aisha und sagen zu Aisha, wir müssen was gegen Ali tun. Alle sind von den Aschere im Ubeschere. Aisha radiallahu anha ist die Frau des Propheten. Eins der geehrtesten Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber es gab schon von eh und je einen Konflikt zwischen Ali und Aisha. Kennt ihr die? Es gab ein kaltes Verhältnis zwischen Ali und Aisha, dass man sie nie zusammen gesehen hat. Und zwar in der Nur-Sura wird das sehr stark bekräftigt und erzählt. Ihr kennt die Geschichte. Eines Tages ist der Prophet a.s. mit einer Reise in die Wüste gegangen. Und Aisha radiallahu anha,
ist dort, um ihren Notruf zu verbringen, ist sie außerhalb der Karawane gegangen. Lange Rede, im Endeffekt verliert man sie dort und sie kommt erst Tage nach dieser Sache nach Hause. Sie verschwindet einfach. Aisha radiallahu anha verschwindet. Ein Sahabi findet Aisha radiallahu anha. Übrigens, dieser Sahabi ist heute, ich denke, soweit in Diyarbakir begraben. Dieser Sahabi findet Aisha und nimmt Aisha mit nach Medina. Die Munafikun in Medina sagen, Aisha radiallahu anha hat Zina gemacht. Ja? Und diese Sache, dass Aisha radiallahu anha mit diesem Sahabi Zina gemacht hat, wie lange geht diese Diskussion? Ein Monat lang circa. Ein Monat lang kommen die Munafikun und sagen, ja Mohammed, guck mal, deine Tochter, deine Frau hat Zina gemacht, dies und das und jenes und dieses. Sogar der Kontakt zwischen des Propheten und Aisha geht auseinander. Der Prophet fragt Abu Bakr, das ist deine Tochter. Er fragt die Sahabis, was meint ihr? Was meint ihr? Was meint ihr? Was meint ihr? Und Aisha radiallahu anha ist in diesem einen Monat so gekränkt, dass sie sich komplett zu ihrem Vater zurückzieht. Stellt euch mal vor, eine saubere Frau wird des Sinnas beschuldigt, weil sie in der Wüste verloren gegangen ist. Die Karawane hat gedacht, sie ist in diesem Kamel-Dings oben mit drin, die verschlossen sind, und sind losgezogen, sie war aber nicht drin gewesen. Weil sie ihre Notdurft verbracht hat, ist weit weggegangen, nicht so weit wie ein Mann, die muss noch weitergehen, um nicht so gesehen zu werden, und hat dann noch ein Schmuckstück von ihrer Mutter oder sowas verloren. Das sagen die Geschichtsbücher ganz klar und definitiv. Aber die Munafikun haben das natürlich in Medina aufkochen lassen, Aisha Zina gemacht. Und der Prophet ist gekränkt. Er kann diesen Beleidigungen, diesen Iftiras, diesen Beschuldigungen nicht mehr standhalten. Dass er jeden Sahabi fragt, ja, was sollen wir machen? Aisha radiallahu sagt eine sehr schöne Antwort. Allah wird mich sauber stellen. Allah wird mich sauber darstellen lassen. Er hat nämlich alles gesehen, was ich gemacht habe. Und er fragt, der Prophet fragt Aisha, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt daraufhin Ali, weil er gehört zur Familie und er kann diesen Beleidigungen nicht mehr standhaften, dass Ali diese Antwort sagt zum Propheten. Ja, Rasulallah, trenn dich von ihr. Gibt es denn keine Frauen mehr auf dieser Welt, dass du dich mit dieser Sache beschäftigst? Und das hört sie. Und seit diesem Tag, Frauen halt, ist ein ganz kaltes Verhältnis. Das schlägt so weit Jahre zurück, bis zu dieser Aktion, wo ich jetzt gerade komme. Und Allah Ta'ala sendet einen Vers herab, der 11. Vers der Surah Nur, Estaizu Billah, Inna allazina ja'u bil ifki ka'usbatu minkum, la tahsabu sharran lakum, bel huwa khairun lakum, li kulli imrin minhum maktasab minal ism, wal lazina tawalla kibrahu minhum azabun alim. Das heißt, geht noch weiter. وَلَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهُمُ الْكَاذِبُونَ. Die Leute, die Aisha radiallahu an mit dieser Sache beschuldigen, hätten sie nicht 4 Zeugen bringen müssen. Und Allah Ta'ala reinigt Aisha radiallahu an mit den edlen Versen der Sure Nur und dann ist die Sache geregelt. Aber die Sache mit Aisha und Ali war im Herzen nie geregelt gewesen. Wir kommen wieder zurück. Talha und Zubayr ziehen von Medina Richtung Süden nach Mekka, weil sie von Ali nicht das bekommen haben, was sie wollten. Vereinigen sich mit wem? Mit Aisha radiallahu an. Mit dem Vorwand, und hier kommen wir nämlich zu einem wichtigen Punkt, um das Blut von Osman radiallahu an zu rächen. Und sie sammeln eine Armee in Mekka. Wer? Die Frau des Propheten, Talha und Zubayr, alles von Aschere und Mubashere, und ziehen wohin? Nach Jamal. Werden wir jetzt auch gleich hier sehen, inshallah. Hier ist Medina, hier ist Mekke, hier ist Aisha, hier ist Medina, hier ist Dimashq, Homs, und hier ist Irak. Hier ist Basra. Dieser Krieg von Jamal ist hier in Basra passiert. Diesen Weg zieht die Armee hier hoch. Warum? Weil Ali in Kufa ist. Er ist nach Kufa gegangen. Radiallahu anh.
Die Leute aus Medina haben zu Ali gesagt, ja, Emir al-Mu'minin, bitte geh nicht in den Irak. In den Irak ist Fitne. Im Irak sind solche Schwerter, sie werden dich erschlagen. Wisst ihr, was Ali daraufhin sagt? Wallahi, das hat mir der Prophet vorausprophezeit. Derjenige, der das berichtet, sagt, Wallahi, als Ali mir das gesagt hat, ich habe noch nie so einen Kämpfer gesehen wie Ali. Der Prophet hat das nämlich Ali vorausprophezeit, dass diese Tage auf ihn kommen werden. Und es ist dann im Endeffekt auch passiert. Beide Armeen trafen sich, die Armee von Ali und die Armee von Aisha. In Aisha ist Talha und Zubair, radiallahu anhuma, mit drin. Es gab viele Friedensversuche zwischen denen. Ich möchte gar nicht so tief in diese Sache reingehen, weil die ist sehr abstrakt. Ich bleibe objektiv, damit ihr den Ablauf der Geschichte versteht. Es gab viele Friedensversuche, die gescheitert sind. Jetzt kann man natürlich als normaler Mensch im 21. Jahrhundert fragen, ja Achi, Ali ist bewaffnet, Aisha kommt bewaffnet mit Talha und Zubair. Von was für einem Frieden redest du? Wie kann man von zwei Armeen, die sowieso bewaffnet aufeinander zugehen, von einem Frieden reden? Aber die Quellbücher berichten von diesen Friedensgesprächen. Und im Endeffekt berichten die Quellbücher auch von einer Person namens Abdullah ibn Sabah, ja, habe ich auch letztes Mal berichtet, der ein Jude ist, Abdullah ibn Sabah, der eigentlich ein Netzwerk gegründet hat in der islamischen Welt, eine Art Medientechnik. So wie heute die Medien Menschen aufpushen gegeneinander, haben die Juden damals mit der Führung von Abdullah ibn Sabah Fitna unter den Muslimen gemacht. Und das sollte man gar nicht so unterschätzen. Natürlich, es werden Quellen kommen, die vor allem extrem gegen Muawiyah pumpen und so diese Sache übertreiben. Die sagen, eine Person namens Abdullah ibn Sabah gibt es nicht. Natürlich, Leute, ich könnte diese Geschichte einfach ohne Abdullah ibn Sabah erzählen. Ich könnte euch auch eine Geschichte nur mit Abdullah ibn Sabah erzählen, dann werdet ihr sehen, da ist keiner schuldig, nur der Jude ist schuldig. Also wenn ich euch die Geschichte nur mit Abdullah ibn Sabah erzähle, was auch viele Quellbücher sagen, dann werdet ihr sagen, ja subhanallah, was haben denn die Juden alles kaputt gemacht? Das ist auch weit von der Realität weg. Also müssen wir objektiv bleiben. Beides ist richtig. Beides ist wirklich in der Geschichte passiert. Es gab diese Abdullah Sabah-Geschichte schon, aber nicht so übertrieben, aber auch nicht untertrieben. Im Endeffekt ist es dann dazu gekommen, dass zwei Armeen in Jamal, Aisha und Ali, ineinander geraten sind. Und unsere Quellbücher sagen, es sind mindestens 5000 Menschen gestorben. Babunna Sahabe, das sind Sahabis. Maximal 10.000 Menschen gestorben. Also die Geschichte variiert zwischen 5.000 und 10.000. Talha und Zubair sind auch Schehid geworden. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Für alle wurde das Totengebet verrichtet. Es gab keine Ghanimat. Ali hat das gewonnen. Für alle wurde das Totengebet verrichtet, Janase. Es gab keine Ghanimat, es gab keine Kriegsbeute. Weil das Muslime gewesen waren. Das ist hier sehr, sehr wichtig. Natürlich würde man als Mensch des 21. Jahrhunderts fragen, nur ein Fragezeichen. Hätte Ali Talha und Zubair zu Gouverneuren von Basra und Kufa gemacht, wäre der Krieg dann zustande gekommen? Ging es denn wirklich um das Blut von Osman? Oder war das nur ein Vorwand, um die Leute nicht zu mobilisieren? Du kannst ja nicht den Leuten sagen, um zu mobilisieren, ja Leute, die haben mich nicht zu Gouverneuren gemacht. Und Aisha kann ja nicht sagen, es gab den Konflikt damals zwischen Ali und mir wegen dieser Sache. Dass man vielleicht dieses Blut von Osman als Vorwand genommen hat. Allahu alam. Das Problem, Leute, und das erzähle ich auch wirklich sehr ungern, aber ich muss es halt erzählen. Es gibt ein Problem in der ganzen Geschichtsrhetorik, der allen Geschichten. Und zwar, die Kerngemeinschaften der Geschichte stehen immer wieder, aufwendig geschrieben, unter heiligem Schutz. Also, es gibt so einen heiligen Mantel um diese Menschen. Du kannst sie nicht antasten. Aber der Koran berichtet uns so einen Menschen nicht. Er sagt, Musa a.s. ist für euch ein beispielhafter Prophet. Er gehört zu Ulul Azm. Musa a.s. hat einen Mann getötet. Er sagt, der Prophet ist Uswat und Hasana. Er ist das beste Beispiel für euch. Er sagt, warum hast du dich von den Blinden abgewandt?
Warum hast du erlaubt, den Munafikun das Totengebet verrichten zu lassen? Lima ersingt Talahum. An 4, 5 Stellen wird der Prophet im Koran kritisiert. Der Islam berichtet uns das. Adam a.s. Er hat von dem Baum gegessen. Viele, viele Geschichten so. Der Koran verheimlicht das nicht. Kommen wir am Anfang zurück. Die verheimlichende Geschichte, die verherrlichende Geschichte. Er erzählt uns das so, damit wir uns auf einem Beispiel nehmen können. Noch ein Beispiel. Der Krieg von Badr ist gesiegt, ne? Uhud wurde im Endeffekt mit einer Niederlage beendet. Im Koran wird von Uhud mehr berichtet als wie von Badr. Warum? Weil man von einer Niederlage mehr lernen kann als von einem Sieg. Deswegen, als der Prophet Mekka erobert hat, ist er mit einem weinenden Gesicht, sein Kopf war auf dem Pferd drauf, auf seinem Kamel, er ist weinend nach Mekka rein, auf seinem Mund ein Wort, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Das ist zu Verhalten des Sieges, wenn ein Muslim einen Sieg macht. Denn der Sieg ist nicht von dir, der Sieg ist von Allah. Und dieses Gleichgewicht fehlt bei uns. Wir reden von Sahabis, wir kritisieren die Schia. Warum kritisieren wir die Schia zum Beispiel? Wir sagen, es gibt bei dem 12 Imame und diesem Mahsum. Ja? Im Islam ist keiner Mahsum. So. Merken aber nicht eigentlich, dass wir sagen, die Sahabe sind auch Mahsum. Wenn du sagst, der Sahabi hat einen Fehler gemacht, wie kannst du das sagen? Wenn du sagst, Osman radiallahu hat einen Fehler gemacht, wie kannst du das sagen? Ja, Achilash, Uchtilash. Der Islam berichtet uns von Sahabe, die haben Zina gemacht. Die sagen, ja, Rasulullah, reinige uns. Die Geschichtsbücher, die Quellbücher berichten uns von Sahabe, die haben Alkohol getrunken. Die kommen zum Propheten und sagen, ja, Rasulullah, reinige mich. Abu Mihshan zum Beispiel. Die Geschichtsbücher berichten uns von Sahabe, Hatib bin Abi Belta, wenn ich mich richtig erinnere, sie geben Bescheid den Muschikun in Mekka, dass Mekka bald erobert wird, eine geheime Nachricht der Muslime aus Medina. Alles sind Sahabe, alles sind Menschen. Und nur weil sie 2, 3, 4, 5 Fehler haben, verlieren sie Wallahi, und das sage ich hier, Wallahi, Billahi, Tallahi, von ihrem Fazilet nicht ein Millimeter. Weil wir sind Menschen. Aisha ist eine saubere Frau. Osman ist ein sauberer Mensch. Das sind saubere Menschen. Allah hat sie im Koran gereinigt. Trotzdem machen sie Fehler. Und sie haben diese Fehler gemacht. Ali hat auch vielleicht Fehler gemacht. Dass er vielen Sachen später die Augen zugedrückt hat. Aber wir müssen darüber reden, ohne Partei zu ergreifen, um darüber eine Lektion zu erreichen. Wie kann es dazu kommen, dass ein ideales System bankrott runtergeht? Und da gibt es eine Kettenreaktion. Und die Kettenreaktion fängt mit den 6 Jahren, mit den letzten 6 Jahren von Osman radiallahu an und zieht sich bis hierhin zu Jamal, dass dort zwei Gruppen miteinander gehen, wo circa 10.000 Menschen dabei getötet werden. Danach Jamal heißt auf Arabisch Kamel. Diese Gegend heißt nicht Jamal. Also wenn ihr jetzt guckt, wo heißt im Irak eine Gegend Jamal, die gibt es nicht. Das ist in Basra. Es gibt bei den Kriegsabläufen eine Sache, und zwar Aisha war auf dem Kamel. Wenn man die Füße des Kamels abhackt, ist der Krieg beendet. Und weil dies passiert ist und Aisha war auf dem Kamel und man hat die Füße abgehackt, das Kamel ist niedergefallen, war der Krieg dann von Jamal beendet. Aisha radiallahu anh war sehr, sehr, das heißt auf Türkisch, auf Deutsch Pishman, enttäuscht von dieser Sache, was sie selbst gemacht hat. Weil wie gesagt, vielleicht hat sie zu 30-40% selbst beizutragen, aber vieles haben die Munafikun und die Heuchler, beziehungsweise auch die Organisation, die ein Netzwerk in der islamischen Welt gebaut hat, sehr hoch gepusht, hat wirklich dafür gesorgt, dass diese Armeen ineinander geraten. Im Endeffekt hat man dann Aisha radiallahu anh zurückbegleitet, das ist die gleiche Landkarte nochmal. Sie ist von Basra zurück, Aisha, hat nochmal eine Umrah gemacht und ist dann nach Medina gegangen, zurückgezogen bis an ihrem Lebensende, versöhnt mit Ali radiallahu anh, ist dort dann in Medinatul Munawwara verstorben. Ihr Grab ist übrigens auch in Jannatul Baqiyah gewesen. Dann hört das auf, jetzt geht's erst richtig los. Und zwar kommen wir zu dem Thema Muawiyah. Muawiyah ist ein Mensch, Leute, der kannte sich in der Politik aufgrund seiner Familienverhältnisse sehr gut aus. Er kommt von den Beni Umayyah und Beni Umayyah hat jahrhundertelang Medina, Mekka regiert. Er hat diese Staatsführung sowieso schon von der Familie in der Hand. Als Ali radiallahu anh zum neuen Kalifen gewählt worden ist,
wird dieser Stamm der Beni Umayye sehr, sehr nervös, weil Osman ist weg. Osman radiallahu an hat für ihre Sicherheit gesorgt, damit sie in ihrem Saus und Braus ihr Imperium ausleben können. Als Ali kam, wechselt er alle Gouverneure aus. Alle. Und alle akzeptieren das. Außer zwei Leute. Aus Kufa, Abu Musa al-Ash'ari, und aus Scham, Muawiyah. Die akzeptieren das nicht. Natürlich, nachdem Ali radiallahu anhu viele, viele Briefe an Abu Musa al-Ash'ari schickt, akzeptiert das auch Abu Musa al-Ash'ari und gibt sein Amt im Endeffekt auf, so dass einzig und allein in Scham Muawiyah ibn Abi Sufyan, übrigens auch der Sohn von Abu Sufyan, ist. Und Abu Sufyan, kennt ihr, Abu Sufyan im Film genannt, der wirklich nach der Eroberung Mekkas zum Islam konvertiert. Auf was für eine Weise auch immer wieder. Ich habe gelesen, das hat aber mit der Ahle Sunna überhaupt nichts zu tun, weil die Ahle Sunna sagt, er ist ein Muslim gewesen und er hat danach normal weitergelebt. Seine Frau Hind übrigens ist diejenige, die Hamzas Bauch aufgeschlitzt hat in Uhud und hat sein Herz gegessen. Hind, seine Frau, also seine Mutter von Muawiyah. Ich habe es nicht gedacht, aber ich habe es selber gesehen. In einem Buch, es ist leider nicht die Originalschrift, aber dass Sayyid Qutb den Takfir auf Abu Sufyan ausspricht. Wenn das der Fall sein sollte, ich habe es auch im arabischen Originalen gelesen, dann ist das wirklich nur seine Meinung. Ich finde das eine sehr weitgezogene Meinung, aber er sagt es. Allahu alam. Die Ahle Sunna, also wir sagen das Zahiran nicht, aber ob du es jetzt sagst oder nicht sagst, es ist ein problematischer Mann. Da wollen wir, das ist de facto. Also so ein Mann bis zum Schluss hat gegen den Propheten gekämpft und dann plötzlich mit der Eroberung Mekkas nimmt er den Islam an, aus was für einem Grund auch immer. Wir sind Muslime, wir urteilen nach dem Äußerlichen. Ihr wisst auch, was er zu Ali gesagt hat, ne? Als Abu Bakr gewählt worden ist, kommt er zu Ali und sagt, Ali, ich weiß, dass es dein Recht ist, Kalif zu werden. Wenn du mir den Befehl gibst, eine Armee hier in Medina zu rekrutieren, werde ich sofort das Amt dir zurückgeben. Da sagt Ali, also vor dem Islam hast du keine Heir gebracht und nach dem Islam bringst du auch keine Heir. So oder so eine ähnliche Antwort gibt er. Also allein durch diese Aussagen von ihm stellen wir einfach nur Fragezeichen hin. De facto ist, Muawiyah in Scham stellt sich gegen die Bay'at an den rechtmäßigen Kalifen Ali ibn Abi Talib radiallahu an. Und wisst ihr warum? Zahiran, also optisch, also äußerlich. Aus einem einzigsten Grund. Und das ist der Qisas-Vers, Leute. Er sagt, ich möchte Vergeltung haben an Osman. Vergeltung. Das Hemd hat er ja sowieso schon nach Scham gebracht. Die Finger hat er sowieso schon nach Scham gebracht. Und die Armee hat er ja, wo Osman belagert worden ist, hat er sowieso in nach Medina reingebracht. Fragezeichen. Ich will Vergeltung. Und Leute, das sagen auch unsere Quellbücher, die ganze, ist da wirklich, also Muawiyah ist ein sehr intellektueller Mensch. Er ist Muslim. Er ist ein sehr intellektueller Mensch mit sehr vielen Intrigen und Tricks. Er baut seine ganze Politik auf den Vers 178 und 179 der Sura Baqarah auf. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatla. O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch die Wiedervergeltung für die Getöteten. الحر بالحل والعبد بالعبد والأنصى بالأنصى فمن أوفي له من أخيه من شيء فاتباع بالمعروف وأداء und so weiter und so fort ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. In der Wiedervergeltung, im Qisas, liegt Leben für euch, o ihr, die Verstand besitzt, auf das ihr gottesfürchtig sein möget. Leute, das ist der Grund, warum Ali von Muawiyah kein Treueid bekommt. Er sagt, du hast Osman töten lassen, die Mörder sind in deiner Reihe, bevor du Kalif wirst, finde erstmal die Mörder von Osman und dann reden wir mal über den Rest. Das sagt er und baut seine ganze Politik auf diesen Qisas-Vers auf. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist,
Muawiyah ist kein naher Verwandter von Osman, radiallahu an. Osman hat drei Kinder, drei Jungs. Er hat andere Kinder. Er muss, wenn jemand Vergeltung verlangt, die nahen Verwandten das machen. Muawiyah ist ein weiter Verwandter. Was sagt denn die Frau von Osman dazu, radiallahu an? Was sagt denn Naile? Was sagt denn der Rest? Warum kommt Muawiyah? Geht das rechtmäßig überhaupt? Zweitens, in der Scharia gibt es erst die Be'a und dann den Qisas. Also Muawiyah muss erstmal den Be'a an Ali leisten und dann gibt es den Qisas, die Vergeltung. Dazu kommt, Ali sagt eine ganz logische und plausible Antwort. Er sagt, ja, Muawiyah, das geht nicht. Wir können die Mörder von Osman nicht finden. Medina ist gerade drunter und drüber. Das braucht Recherchen. Wobei doch Muawiyah doch selbst 5 Kilometer von seiner Armee stehen lassen hat von Medina zum Munawwara. Und die sind noch reingekommen, das Blut von Osman, das Hemd noch mitgenommen und die abgehackten Finger von Naile, um die Politik in Scham weiterzuführen. Um Hetze gegen das Kalifat von Ali zu machen. Fragezeichen natürlich. Ja? Das heißt, er muss erst den Beat leisten. Das andere Problem ist, Muawiyah ist ein Stadtverwalter, er ist ein Gouverneur. Ein Gouverneur ist dem Kalifen untergeordnet. Er hat überhaupt gar nicht das Recht, sich gegen einen Kalifen zu widersetzen. Er ist dem Kalifen untergeordnet. Man sagt ihm, Susta jeden Dotur. Er hat gar nicht den Anspruch dazu. Was denkt er, was er ist gegenüber Ali? Nicht wegen Fasile, allein wegen der Amtsführung. Das ist auch eine andere Sache. Trotz all dessen, trotz all diesen Punkten, hat Ali seinen Botschafter Qais immer wieder zu Muawiyah geschickt und hat zu Muawiyah gesagt, Muawiyah, pass auf, hör auf damit. Es kommt Fitna in die islamische Welt. Es ist so alles schlimm genug. Lass uns hier unter einer Sache versammeln. Gib mir die Treuheit. Wir finden die Mörder von Osman. Aber Muawiyah hat auf jeden Fall nicht dazu eingewilligt. Er hat den Treueid verweigert und hat Ali sogar noch beschuldigt, er würde die Mörder beschützen. Ali beschützt die Mörder von Osman? War nicht Ali derjenige gewesen, der Osman radiallahu anhu als einzigster Wasser gegeben hat? War nicht Ali der einzigste gewesen, der seine beiden Kinder Hassan und Hussein radiallahu anhu vor die Türen von Osman gestellt hat? Als Muawiyah seine Armee 5 Kilometer von Medina warten lassen hat? Natürlich wollen wir ja diesbezüglich nichts unterstellen, aber die Realität beziehungsweise zeigen uns ganz, ganz andere Sachen. Im Endeffekt kam es dann dazu, dass dann sich zwei Armeen, also von Ali und Muawiyah, also beziehungsweise vom rechtgeleiteten Kalifen und Muawiyah, sich in Siffin getroffen haben, wo es zu einer Schlacht kam. Siffin ist, ich werde das auch noch gleich nochmal hier sehen, inshallah. Hier ist Dimashq. Hier ist Siffin. Hier ist Kufa. Hier ist Diyarbakır. Wisst ihr, was eigentlich Siffin ist? Siffin ist Raqqa. Raqqa ist Siffin. Und Siffin ist Raqqa. Subhanallah, was für ein Zufall. Also aus dieser Gegend kommt wirklich, glaube ich, keine Khair. Hier ist Raqqa, also die Hauptstadt des sogenannten IS, was zum Glück jetzt nicht mehr da ist. Ja, genau. Und hier haben sich dann zwei Armeen dann miteinander getroffen und haben dann natürlich die. Es gibt einige Bücher. Also nochmal hier, wir sehen das hier nochmal. Ich werde das nochmal einblenden. Hier ist Raqqa, die originale Stadt von Raqqa, und Siffin ist hier. Also ihr seht, das ist 3, 4, 5 Kilometer, also eigentlich ist es das gleiche. Das ist dieses Muharebe Ala, ne? Also der Kampfort. Also, ne? Da hat man gegen diese Schlacht von Siffin los. Die Quellenbücher sagen natürlich, es hat wieder Gespräche gegeben, Friedensgespräche zwischen zwei Armeen. Und dann kam dann dieser Abdullah ibn Sebe wieder und hat dann diese Friedensgespräche dann gestört. Der Jude ist wieder schuld. Das sagen viele Bücher, relevante Bücher. Allahu alam, wir machen ein Fragezeichen hin. Bloß, wenn man mit zwei Armeen aufeinander kommt, die komplett bis oben, bis unten bewaffnet ist, ja, von was für einer Diskussion redet man dort?
Allahu alam, kann aber auch der Fall sein. Wisst ihr, in wie vielen Toten die Diskussion geendet hat? 70.000 Menschen sind dort gefallen. Also in Jamal sind 5.000 bis 10.000 Muslime gefallen. In Siffin waren es 70.000 Menschen, Muslime. Und wisst ihr, wer darunter gewesen war? Zwei wichtige Sahabis. Auf der Seite von Ali. Von Khilafat al-Rashida. Das erste ist ein Sahabi namens Ammar ibn Yasir. Als ich in Medina war, habe ich kurz eine Erklärung gemacht. Ammar ibn Yasir. Der Prophet sagt selber, eine aufrührerische Gruppe wird dich töten. Und er ist durch alle Kriege durch. Badr, Uhud, Hendek, alles. Da gab es kein Dings. Und in Siffin wird er von der aufrührerischen Gruppe getötet. Als Ammar getötet wird, Schahid gemacht wird, von den Soldaten von Muawiyah, jeder kennt den Hadith. Da sagen sie, also hat doch Ali recht und Muawiyah nicht. Weil der Prophet sagt das. Und dann wisst ihr, was Muawiyah später darauf antwortet? Wir haben Ammar bin Yasir nicht getötet. Ali hat ihn getötet, denn er hat ihn in den Krieg gezogen. Er hat ihn in den Krieg gebracht. Wir haben noch nicht zu Ammar gesagt, kämpf. Als ein Muslim das aus dem Kalifat von Ali hört, sagte, gut, dann ist der Mörder von Hamza auch der Prophet, weil der Prophet hat Hamza nämlich nach Uhud gebracht. Also so eine Dingsantwort. Und ein Tabi'in ist dort gestorben. Ein Tabi'in, ein sehr wichtiger Tabi'in. Eins der besten Tabi'in ist dort gestorben. Auf der Seite von Ali. Wisst ihr, wer das gewesen war? Ich habe das in Medina erzählt dieses Jahr. Uwais al-Qarni. Also im Türkischen Veysel al-Qarani. In Raqqa, in Syrien, ist das die Moschee, wo das Grab von Ammar ibn al-Yasir und von Uwais al-Qarni, Yemenilerinden Veysel al-Qarani war ja. İşte burada ist dieser Veysel al-Qarani begraben. Leider hat die Terrormiliz, der sogenannte IS, diese Moschee weggesprengt mit all seinen Gräbern. Gut, das dazu. In dieser Schlacht, wo 70.000 Muslime gefallen sind, hat Ali kurz vorm Sieg gestanden. Das heißt, die Armee von Ali hat so gut gekämpft, dass sie an die Zelte von Muawiyah rankam. Als Muawiyah gemerkt hat, oh, dieser Krieg ist beendet, Ali wird Überhand gewinnen, meine Sache ist hiermit zu Ende, kommt der Strategist Ammar ibn al-Yasir, Entschuldigung, Amr ibn al-As, zu Muawiyah und sagt, ja Muawiyah, der Krieg ist noch nicht beendet. Ich habe einen Plan, den werden wir vollständigen. Und zwar, jeder Kämpfer von Muawiyahs Armee hat doch Koranseiten in der Hand. Wir nehmen die Schwerter raus und machen die Koranseiten an die Schwerter ran. Und werden in die Armee von Ali reinrufen, lass den Koran zwischen uns richten. Und das passiert. Die Armee von Muawiyah, der Krieg ist fast beendet. Die sind an den Zelten von Muawiyah. Nehmen sie die Schwerter raus, wickeln die Koranseiten um dieses Dings, halten dieses Dings hoch, die Schwerter mit den Koranseiten rufen. Es gibt keine Muslime mehr in Irak und in Scham. Lass den Koran zwischen uns richten. Als Ali, radiallahu anh, und seine Gouverneure, seine Kommandanten das hören, sagt er, dies ist ein Trick, o ihr Muslime, fallt nicht drauf rein. Aber plötzlich in der Armee von Ali gab es dann plötzlich Aufruhr und sagen, wie können wir gegen so etwas kämpfen? Und eine Gruppe von Alis Armee, die sich später Hawarij nennen wird, gibt Ali so einen Druck, wir müssen den Koran zwischen uns richten lassen, dass sie alle Schwerter plötzlich fallen lassen. Und es kommt zu einem Waffenstillstand. Ja, der Koran soll zwischen uns richten. Nach diesem Waffenstillstand, ein Krieg, der von Ali normalerweise fast begonnen, gesiegt worden war, zogen beide Armeen Ali nach Kufa,
die ja die Hauptstadt des islamischen Kalifats gewesen war, und Muawiyah Richtung Damaskus zurück. Es wurden zwei Vertreter gewählt, also es soll ja gerichtet werden. Wer vertritt jetzt die Armee von Ali und wer vertritt die Armee von Muawiyah? Dort gab es eine Wahl. Die Leute, die Ali gezwungen haben, den Krieg aufhören zu lassen und den Koran richten zu lassen, von der Armee Ali, die haben gesagt, unser Stellvertreter, unser Richter soll in dieser Diskussion Ebu Musa al-Ash'ari sein. Übrigens, diese Geschichte, die ich erzähle, ist daif. Die ist daif. Sie kommt aber in den Quellenbüchern vor, als daif. Wenn diese Geschichte nicht wäre, sagen wir, wir würden jetzt diesen Part rausbringen, mit diesen, nicht mit den Koranseiten, mit diesen Ebu Musa al-Ash'ari und Amr ibn al-As, dann ändert sich an der Geschichte trotzdem nichts. Also einige sagen, die Geschichte ist hier daif, die kann man nicht verwenden. Gut, da verwenden wir sie nicht. Am Kontext ändert sich nicht ein Millimeter etwas. Das ist hier für uns jetzt hier relevant. Ebu Musa al-Ash'ari ist ein sehr sauberer Mensch. Er kennt die Trick von Amr ibn al-As nicht. Amr ibn al-As ist ein sehr intellektueller Mensch, genau wie Muawiyah auch. Amr ibn al-As war damals, als er noch Muschrik gewesen war, der gewesen, der die erste Auswanderer, die nach Abessinien, nach Habeschistan ausgewandert sind, zu Najashi, zurückholen möchte. Ja, ihr kennt das auch in den Filmen. Derjenige, der mit Najashi redet und sagt, das sind Sklaven, die haben sich uns widersetzt, wir müssen die zurückholen. Das ist Amr ibn al-As. Der ist dann später Muslim geworden, im 7., 8. Jahr. Ja, und gehört der zu den besten Kommandanten von wem? Oder was heißt besten Kommandanten? Zu der rechten Hand von Muawiyah, der auch den Tipp gegeben hat mit den Koranseiten. Der soll der Stellvertreter von, also der soll der Richter der Dings sein, der Stellvertreter von, sag schon, von Muawiyahs Armee, von Muawiyahs Staatsdings und Ebu Musa al-Ash'ari, das wollen zumindest die Leute von Ali, von Kufa. Ali will das nicht, weil er Ebu Musa al-Ash'ari als einen nicht so weit intellektuellen Menschen sieht, der mit Amr ibn al-As auf einer Ebene steht, weil die Erfahrung von Amr ibn al-As ist unmessbar gegenüber Ebu Musa al-Ash'ari. Was passiert? Es wird ein Tag vereint, nicht in Siffin, woanders, wo beide wieder zusammenkommen. Diese Geschichte ist daif, aber ich erzähle sie einfach, weil sie zumindest auch in den Quellbüchern vorkommt, damit ihr versteht, was überhaupt los gewesen war. Ebu Musa al-Ash'ari kommt, er sagt zu Amr ibn al-As, fang du an zu reden. Er sagt, nein. Ebu Musa, du bist älter als ich, fang du an zu reden. Vor dieser Diskussion gab es unter den beiden ein Gespräch. Und nach diesem Gespräch gab es ein Resultat. Das gab es insgeheim. Und dieses Resultat war gewesen, wir sind heute in einer echt miesen Situation. Schaut mal, was überhaupt passiert ist. In Jemel, in Siffin, etc. Wir müssen einfach Ali und Muawiyah abdanken als Kalifen und müssen einen neuen Kalifen wählen. Das hat Amr ibn al-As Ebu Musa al-Ash'ari eingeredet. Und Ebu Musa al-Ash'ari hat gesagt, stimmt. Das Problem, in dem wir heute gerade leben, beide haben damit zu tun, Muawiyah und Ali, wir danken einfach beide ab. Ihr Zweck war gewesen, Ilra zu machen, beide abdanken. Sahidan, optisch aber nur. Und Ebu Musa sagt, ja, Amr ibn al-As, fang du an zu reden, nachdem sie insgeheim gesprochen haben. Ebu Musa sagt, nein, du bist Dings. Amr ibn al-As sagt zu Ebu Ash'ari, fang du an zu reden. Ebu Musa denkt, guck mal, wie nett eigentlich Amr ibn al-As ist. Er lässt mich zuerst reden. Aber das ist der Plan vom Ganzen. Dann kommt Ebu Musa al-Ash'ari, alle sehen den. Ebu Musa al-Ash'ari fängt an zu reden. Ich sage, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, As-Salatu Was-Salam. Und dann sagt er, in der Situation, in der wir heute sind, hat Ali was damit zu tun. Dann sagt der Stellvertreter von Ali. Beide wollen jetzt abdanken. Beide wollen jetzt die Kalifen, also Ali, abdanken und Muawiyah auch zurückziehen. Dann nimmt Ebu Musa al-Ash'ari seinen Ring. Das ist sehr wichtig, so kommt das vor. Er nimmt den Ring raus und sagt, so wie ich diesen Ring jetzt hier abziehe und lege den hier hin, somit nehme ich auch das Kalifat von Ali und lege es hier hin. Und somit ist Ebu Musa in die Falle reingetippt. Daraufhin kommt Amr ibn al-As und sagt, seht ihr, hört ihr, was er sagt? Sogar Ali, seine Stellvertreter, sind mit ihm nicht zufrieden. So wie Ebu Musa al-Ash'ari das Kalifat von Ali genommen hat, nehme ich das Kalifat von
Ali und setzt das auf Muawiyah auf. Diese Geschichte ist daif. Ich kann mir auch denken, warum die daif ist, weil sie geschichtlich nicht so richtig hinpasst. Weil offenkundig hat Muawiyah niemals auf ein Kalifat beharrt. Intern können wir 1 Million Fragezeichen stellen. Die stelle ich als erster. Aber offenkundig sehen wir diese Sache in Siffin nicht. Wir sehen die erst offenkundig in Dings. Nachdem Ali gestorben ist, getötet worden ist. Da sehen wir offenkundig, wie Muawiyah und der Konflikt zwischen Hassan kommt. Da sehen wir das offenkundig. Wir haben Fragezeichen. Vielleicht war es auch schon so seit von Hazrat Osman so gewesen. Allahu alam, das sind einfach nur Fragezeichen. Aber in dieser Sache gab es auch noch was, was noch passiert ist. Und zwar ein Teil der Armee von Ali radiallahu anh, die den Druck gegen Ali ausübten, änderten plötzlich ihre Meinung. Die haben doch gesagt, guck mal, die Soldaten von Muawiyah sagen doch, der Koran soll zwischen uns richten. Jetzt haben wir plötzlich nicht den Koran. Die haben ganz andere Leute als Richter gewählt. Ali hat Ebu Musa al-Ash'ari gewählt, obwohl selber drauf Druck aufgelöst haben. Und Muawiyah hat Amr ibn al-As gewählt. Wir wollten doch, dass der Koran richtet. Resultat, Ali und Muawiyah sind Kafir geworden. Sie haben Takfir auf Ali und Muawiyah ausgesprochen und haben sich von der Armee von Ali, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie sich Ali gefühlt hat. Ali, der Schwiegersohn des Propheten, mit so viel Stress, jetzt kommt sogar noch Fitna in seiner eigenen Armee. So war es immer mit den Leuten, die den wahren Weg gegangen sind, ist das passiert. Und sie haben sich von Ali radiallahu an getrennt und haben einen neuen Kalifen ausgerufen. Ja? Und haben gegen ihn gekämpft in Dumetul Jendal, Dimeschk, Kufa, hier ist das Irak, hier in Dumetul Jendal, hier ist Hilafet Devlete, das ist das Rashid Hilafet, das ist das rechtgeleitete Kalifatstaat. Hier haben sie das erste Mal gegen Ali gekämpft, im Nachhinein dann natürlich auch in Nehrawan. Genau, Nehrawan ist ein bisschen höher, wenn das Kufa ist. Kufa, Harura, deswegen nannte man auch die Hawaj, weil sie sich in Harura auch getroffen haben. Und im nördlichen Teil, hier bei Enbar, ist Nehrawan. Also einmal hat er im nördlichen Teil von Kufa Ali gegen sie gekämpft. In Nehrawan waren die Schlachten sehr, sehr stark gewesen. Und dann einmal komplett, guck mal, hier ist Nehrawan, Mosul, Irak, und einmal hier unten. Das heißt also, wir reden so vor einer Zeit des Kalifats von Ali radiallahu an, wir reden nicht von 4-5 Jahren Amtszeit. Und in diesen 4-5 Jahren Amtszeit hat der Mann das mitmachen müssen. Aber das ist das Schicksal der Ahle Bayt radiallahu anhum immer gewesen. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, weil der Unterricht wird ja inshallah in bestimmten Passagen dann weitergehen. Aber um das Thema mal abzuschließen. Wie gesagt, ich versuche ja nur ein Thema zu überfliegen. Wenn ich das Thema detailliert arbeiten sollte, dann haben wir auch nochmal 40 Teile hier. Weil dann müsst ihr nämlich hören, der hat das gesagt, der hat das gesagt, die haben sich hier getroffen, hier gab es eine Delegation, hier gab es eine. Aber das, was ich jetzt gerade hier erzähle, ist das Objektive. Den Rest könnt ihr euch Gedanken machen. Das stelle ich in den Raum. Das stelle ich einfach nur in den Raum. Wichtig ist für uns später, wie entsteht der Knick? Weil im Endeffekt endet ja die Amtszeit der 4-5 rechtgeleiteten Kalifen und ein Sultanat beginnt. Wie beginnt das? Wie ist der Knickpunkt? Das wird für uns in den späteren Unterrichten wichtig sein. Und deswegen werde ich immer wieder in den kommenden 3-4 Unterrichten immer wieder hier drauf hinweisen, in 1-2 Punkten. Das ist sehr wichtig. Deswegen müsst ihr das hier sehr, sehr gut verstehen. Zum Thema Muawiyah ibn Abi Sufyan. Werden viele Leute kommen, zu Recht, und werden sagen, du hast ja Muawiyah ganz schön schlecht dargestellt. Das passt ja nicht so, weil Muawiyah ist ja auch selbst ein Sahabe. Und es ist nicht nur, dass er ein Sahabe gewesen war, er war auch ein Katibul Wahi. Er hat auch das Wahi mit aufgeschrieben. Wenn es auch so ist, ändert das aber nichts an der Tatsache, diese Geschichte zu erzählen. Ein Sahabi kann das machen. Es gab Sahabis, ich sag's nochmal, die haben Zina gemacht, die haben gestohlen, die haben Alkohol getrunken, wie Ebu Mushaim. Die haben Fehler gemacht, die waren aber trotzdem
Sahabis gewesen. Wenn das die Sahabe-Definition ist, es gibt auch eine andere Sahabe-Definition. Es gibt die generelle, die sagt, jeder, der den Propheten als Muslim gesehen und Muslim gestorben ist, ist ein Sahabi. Dann aber komischerweise sagt der Prophet in seiner Khutbatul Wada'a, wo 120.000 Muslime zuschauen, wo eigentlich normalerweise rein theologisch gesehen Sahabis sein müssten, sagt er, ich befehle euch, euch von meiner Sahabis in Acht zu nehmen. Aber da müssen nur alle Sahabis sein. Also aufpassen. Deswegen sagen einige Leute, auch der Ahlus Sunna wal Jamaat, Sahabi sind nur eine bestimmte Leute von Gruppe von Menschen. Ja? Nicht alle, aber da gehören natürlich die Kämpfer von Bedr und Uhud mit dazu, aber die Tulaka, die zum Beispiel nach Mekka sind, sie gehören nicht zu den Sahabis. Allahu alim. Ich sage dazu auch nichts Großartiges. Sollte auch von den Sahabis gehören, nach der klassischen Definition, ändert das am geschichtlichen Ablauf nichts. Ihr könnt die Leute nicht mit einer Verheiligung unantastbar machen. Er hat das gemacht. Mit was für Absichten er das auch gemacht hat, er hat es gemacht und das Resultat ist klar. Das Resultat ist klar. Einige sagen natürlich, dass er zum Beispiel Khatib von Wahi war, dass er das Wahi aufgeschrieben hat. Stimmt gar nicht. Er hat nur als Sekretär bei Thema Zakat mit aufgeschrieben. Die Leute verwechseln das, sagen sie das. Allahu alem. Fakt ist, Muawiyah war ein Gouverneur aus Scham, der sich dem rechtmäßigen Kalifen Ali ibn Abi Talib widersetzte. Fakt ist, er war politisch sehr begabt und kannte sehr, sehr viele Tricks, um das durchzuführen. Das sehen wir hier. Und vieles, vieles anderes gibt es noch. Fakt ist, er war der erste Sultan, der erste Führer der Muslime nach dem rechtgeleiteten Kalifat. Man begrüßt ihn sogar mit Assalamu alaikum al-Malik, o du König. Und da sagt er, stimmt, ich bin der erste König der Muslime. Das sagen unsere Quellen auch. Aber was ich auch hier wirklich unterstreichen möchte, auch nochmal erwähnen möchte, Muawiyah war außer diesen Sachen nicht unbedingt ein schlechter Mensch. Denn Muawiyah hat sehr, sehr viele gute Institutionen gegründet. Im Endeffekt hat Muawiyah auch ein Imperium gegründet. Ob das dann später dann aus der Gerechtigkeit rausgeflogen ist oder nicht, dann ist es aber nach ihm passiert. Mit Muawiyah ist das nicht passiert. Weil ich merke, die Fehler, die Jesid gemacht hat und die danach kamen, versucht man Muawiyah in die Schuhe zu schieben. Das ist nicht richtig, weil das ist was anderes und das ist was anderes. Er hat die Tür dafür geöffnet, das ist aber auch was anderes. Aber er hat das nicht gemacht. Und aus dem 21. Jahrhundert zu kommen und das 8. Jahrhundert zu beurteilen, ist keine Kunst. Aus dem 7. Jahrhundert musst du das mal alles beurteilen. Das ist eine andere Geschichte. Es wird auch in den Quellbüchern erzählt, das muss ich auch erzählen, weil das ist wirklich auch so real gewesen, als der Krieg zwischen Muawiyah und Ali war, in Siffre, kamen die Römer zu Muawiyah. Weil er hat auch ein diplomatisches Verhältnis zu den Römern gehabt. Weil er kannte die Diplomatie gut, er war wirklich sehr gut. Er hatte auch in seiner Staatsführung Christen drin. Diesen Namen habe ich jetzt vergessen, deswegen kann ich das nicht jetzt erwähnen. Aber er war auf jeden Fall, Christ war da mit drin. Ist doch kein Problem. In dem Sinne. Dieser römische Kommandant kommt zu Muawiyah und sagt, oh Muawiyah, wenn du möchtest, werde ich dich mit so einer Armee gegen Ali unterstützen, dass ich Ali platt mache, dass wir zusammen Ali platt machen werden. Als Muawiyah das hört, sagt er, Wallahi, sagt er, der Konflikt zwischen mir und Ali ist ein Konflikt zwischen zwei Muslimen. Wenn du das machen solltest, werde ich Ali den Treueid leisten, werde eine Armee bauen und dein Reich zu Grund und Boden verdonnern. Das sagen auch die Quellbücher. Und wenn wir das beurteilen, bitte in diesen Kontexten beurteilen. Aber auch diese Sache nicht vergessen, weil das ist auch Realität. Und das ist wirklich Politik. Im Endeffekt hat mit Muawiyah eine Epoche begonnen, die sich die Zeit des des Sultanats nannte, aber auch rechtmäßige Kalifen auch unter ihnen waren. Die wann geendet hat? Mit dem Osmanischen Reich. Muawiyah kam von dem Stamm der Beni Umayyah und vertritt auch den Stamm der Beni Umayyah sehr, sehr stark. In diesem Konflikt, wichtig, wird gesagt, dass es diesen Konflikt zwischen Ali und Muawiyah nur deswegen gab, guck mal, das ist sehr wichtig, hört mal zu bitte, nicht ablenken lassen. Wegen dem Konflikt,
der Stamm von Beni Umayye, der wollte den Stamm von Beni Hashim platt machen. Es war eigentlich ein Stammeskrieg zwischen Muawiyah, der die Beni Umayye vertritt, und Ali, der die Beni Hashim vertritt. Weil aber Abu Bakr und Umar keinen starken Stamm hatten, aber alle haben zu Quraysh gehört, aber keinen Stamm und Unterstamm hatten, war das denen egal gewesen. Aber die Beni Hashim waren immer mit den Beni Umayye konfrontiert, deswegen hat Muawiyah das richtig ausgenutzt. Das stimmt nicht ganz. Denn Muawiyah hatte auch die Beni Hashim auf seiner Seite. Dazu hat Aqil gehört. Der Bruder von Ali. Weil Aqil, der Bruder von Ali, zu Ali kam, hat gesagt, was gibst du mir aus der Staatskasse? Da sagt Ali gesagt, möchtest du, dass ich Feuer dir gebe? Daraufhin ist Aqil, hat die Seiten gewechselt, ist zu Muawiyah gegangen. Hat auf seiner Seite gekämpft. Aber er war in der Staatsführung drin. Sollte es einfach nur ein Beni Hashim-Streit gewesen sein, Beni Umayye, geht das nicht auf. Denn Muawiyah war intellektuell. Er war sehr schlau. Er wusste ganz genau, wie man Parteien, wie man Stämme abkauft. Er hat die Leute einfach abgekauft. Und das war wirklich ein großer Teil seiner Politik gewesen. Muawiyah hatte seinen Islam bis zur Eroberung Mekkas geheim gehalten. Wann er wirklich zum Islam konvertiert ist vor Mekka, wir wissen es nicht. Er hat auf jeden Fall in Hunayn und Taif mitgemacht, wo er so sehr viele Teile von Ghanimet bekommen hat. Abu Bakr schickte ihn zur Eroberung nach Syrien. Da war er mit dabei, mit seinem Bruder Yezid. Später wurde er dann zur Amtszeit von Umar radiallahu anhu Gouverneur von Scham. Im geschichtlichen Verlauf sehen wir, dass Muawiyah indirekt von dem Tod, mit dem Tod von Osman etwas zu tun hatte. Komme ich jetzt langsam auch inshallah zum Schluss? Eine Frage. Ja. Was ist denn nach Nuhin passiert? Als dann Amr ibn As gesagt hat, ich will das Kalifat so Muawiyah. Diese Geschichte endet dort. Das ist nämlich das Problem, diese Geschichte endet dort. Also der geht halt mit seiner Meinung, er ist Kalif nach Scham und Ali sagt, ich akzeptiere das nicht, geht mit seiner Meinung nach Kufa. Dass dieser Streit dann ein Streit zwischen zwei Kalifen ist. Ja? Ist es aber nicht gewesen. Deswegen ist diese Geschichte sehr fraghaft. Aber wie gesagt, sollten wir diese Geschichte rausnehmen, weil sie daif ist, weil sie schwach ist, ändert das im geschichtlichen Verlauf nicht, weil es gibt einen geschichtlichen Verlauf der Dinge. Und die sprechen halt immer mehr Klartext als irgendwelche kleinen Geschichten und Anekdoten, die eigentlich eine Geschichte immer mitbegleiten. Im 40. Jahr der Hijra wurde Ali ibn Abi Talib in Kufa Shahid gemacht. Von wem? Von einem Khawarij namens Ibn Muljam. Im 40. Jahr. Nur die Leute, die es halt sehen möchten, ich werde es nochmal ansprechen. Das ist die Moschee von Ali ibn Abi Talib in Kufa, wo er Shahid gemacht worden ist. Hier ist der Ort, wo Ibn Muljam das Schwert auf ihn geschlagen hat beim Morgengebet. Und hier ist das Minbar von ihm. Das ist ein Kufa, das ist ein im Irak. Als Ali im Sterbebett lag, übrigens am 17. Ramazan ist das passiert, im 40. Jahr der Hijra, am 21. Ramazan, also ca. 4-5 Tage später, ist er dann Shahid geworden, wird sein Sohn Hassan radiallahu an zum Kalifen gewählt und 6 Monate lang bleibt Hassan radiallahu an im Amt des Kalifen. Nach 6 Monaten passiert was? Er gibt das Amt an Muawiyah ab. Weil Muawiyah den so viel Druck ausübt mit Zetteln und Briefen und dies und das, dass er das Amt an Muawiyah abgibt und man nennt dieses Jahr Amul Jama'a, wo alle Muslime sich unter Muawiyah vereinen. Der Prophet ﷺ soll gesagt haben, dieser mein Sohn Hassan wird irgendwann 2 muslimische Gruppen zusammenführen. Das ist passiert und dieses Jahr, der Jahr der Einigung, Jama'at Yılı, das Jahr der Jama'at, passiert, indem Hassan das Kalifat an Muawiyah abgibt. Und der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam vervollständigt sich auf den Monat genau. Denn er sagt, nach mir wird das Kalifat 30 Jahre dauern. Und ohne Hassan sind es 29,5 Jahre. Und mit den 6 Monaten von Hassan sind es dann ganz genau 30 Jahre. Das rechtgeleitete Kalifat hört auf und das Sultanat mit Muawiyah fängt
dann an. Und 6 Monate danach stirbt Hassan. Warum stirbt Hassan radiallahu an? Allahu alam. Er ist plötzlich gestorben, nachdem Muawiyah ihn eine Jariye als Geschenk schickt. Und einige Geschichtsbücher erzählen, der Plan war gewesen, ihm ein Gift zu verpassen, was die letzte Opposition, die möglich hätte sein können, gegen Muawiyah im Endeffekt dann zu vernichten. Allahu alam. Damals hat man nichts Konkretes gesagt. Wer sind wir, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert was Konkretes sagen? Aber das Objektive ist da und wir haben echt sehr, sehr viele Fragezeichen. Danach, was ist dann passiert? Die islamische Welt hat das aber trotzdem nicht ganz akzeptiert mit Muawiyah, weil sie wussten ganz genau, was für Intrigen da hinten gegen sind. Und danach schickt Muawiyah, merkt euch diesen Namen, einen Kommandanten namens Busr bin Ertat. Busr bin Ertat von Dimeschk nach Medina, nach Mekka und nach Sana'a. Als die Leute in Medina mitbekommen, Muawiyah schickt Busr bin Ertat, war dort in Medina der Wali Abu Ayyub al-Ansar, der heute in Istanbul begraben ist, Khalid ibn Zayd. Als Ali das mitbekommt, dass er das Ding schickt, das war noch vor diesem Tod von Ali, sagt er sofort zurück hier. Und dann fängt Busr bin Ertat an, komplett Medina mit Waffengewalt einzunehmen, Mekka mit Gewalt einzunehmen und schlachtet sehr, sehr viele Menschen in Sana'a ab, die zu Ali radiallahu an gehalten haben. Und danach passiert erst der Tod von Ali, wird er getötet. Das ist im gleichen Jahr, das ist alles im Hijri im gleichen Jahr, vielleicht sogar im gleichen Monat. In diesen Tagen wird dann Hassan gewählt, radiallahu an. Nach ein paar Monaten dankt er dann auch ab und dann hat dann, ich sag mal eigentlich objektiv gesehen, Muawiyah das, was er haben wollte. Stirbt dann auch kurze Zeit danach und stellt an seiner Stelle Yazid ein. Und Yazid werden wir dann später, inshallah, sehen. Zum Schluss, was haben wir für Lehren? Ich fasse mich kurz. Ich habe 6 Lehren dort rausgezogen, die Lehren gehören mir. Erstens, die erste Lehre. Das ist eine Geschichte, die ist damals passiert. Die erste Lehre ist, wie zerbricht ein ideales System Schritt für Schritt? Das ist ein ideales System gewesen. Mit Abu Bakr, mit Ömer, mit Osman. Wie zerbricht das Schritt für Schritt? Meine Antwort ist, wenn man das Recht nicht seinen Eigentümern gibt. Der Prophet sagt das selber. Sie fragen ihn, wann wird Qiyamah kommen? Er sagt, wenn das Recht nicht mehr den Eigentümern gegeben wird. Wann zerbricht ein rechtgeleitetes Kalifat, wenn das Recht nicht mehr den Eigentümern ist? Das sehen wir in den letzten Amtsjahren von Osman radiallahu an. Vielleicht dort nicht so ein großes Problem, aber wir sehen es so, was für ein Problem es dann in den Folgejahren führt. Das zweite ist, was wir uns als Lehre ziehen müssen. Probleme müssen von Anfang an behoben werden. Dimme. Lösungen müssen von Anfang an gestellt werden. Nicht warten wir ein bisschen, biraz bekleyelim, soralım, biraz bekleyelim, soralım, biraz bekleyelim, warten wir ein bisschen ab, warten wir noch einen Tag ab, 10 Tage ab, 14 Tage ab. Probleme und Lösungen müssen von Anfang an klargestellt werden und behoben werden. Drittens, wie schützen wir uns vor so einer Fitna? Die Antwort: Wir müssen den ganzen Verlauf vor Augen haben und emotionsfrei an die Sache und objektiv drangehen, indem die Scharia immer wieder beachtet wird. Was die Scharia sagt, ist für uns bindend. Im Objektiven. Du kannst dich einen Qisas-Vers nehmen und kannst die Bea weglassen. Und kannst mit dem Qisas-Vers eine ganze Innen- und Auslandpolitik aufbauen. Das geht nicht. Ja, du kannst nach diesem Vers recht haben, aber im Kontext ist das falsch. Was passiert dann? Das passiert dann. Viertens, 6 Lehren haben wir. Viertens, und das ist auch sehr wichtig, das Ganze, was ich heute erzählt habe und was ich in den nachfolgenden Unterrichten erzählen werde, ist eine politische Auseinandersetzung, keine theologische und keine religiöse Auseinandersetzung. Es ist ein politischer Streit. Die Rechtsschulen kamen und haben daraus später einen theologischen Streit gemacht. Daraus ist die Schia entstanden. Daraus ist die Khawarij entstanden. Daraus ist die Murji entstanden. Daraus ist was weiß ich entstanden. Der Grundfundament, das Grundfundament dieser Konflikte sind alles politische Sachen. Da brauchen wir keine
religiöse Sache damit zu machen. Fünftens, die fünfte Lehre, wir sollten nicht über die Menschen, sondern über die Gedanken diskutieren, welche diese hervorrufen. Denn Allah sagt im Koran, Tilke ummetun kad khalet, dies ist ein Volk, das ist von euch gegangen. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Das, was sie verdient haben, ist für sie und das, was ihr verdient, ist für euch. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ihr werdet nicht über das befragt, was sie getan haben. Der sechste Punkt und der letzte Punkt meiner Lehre, die ich hier draus geschlossen habe. Ali ibn Abi Talib war am Ende des rechtgeleiteten Kalifats. Und Sultan Abdulhamid Han am Ende des Osmanischen Reiches. Das sind Scheidewege. Ali ibn Abi Talib ist ein Scheideweg vom Kalifat zum Sultanat. Und Sultan Abdulhamid ist am Scheideweg vom Sultanat in die Kuffar-Regierung. Diese beiden Personen beinhalten sehr wichtige Geheimnisse und Lösungen der Geschichte, sowohl vor als auch der Zeit, die nach ihnen kam. Sie filtern die Vorgeschichte und sind ein Licht in die Nachgeschichte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.